echt wild, ey. Auf jeden Fall auch sehr interessant, dass keiner was sagt im Chat und dann, sobald die Party-Szene kommt, rasten alle komplett aus und 40 Nachrichten im Chat. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice. Herzlich willkommen zum Teamcall, Leute. Geil, dass ihr am Start seid. Freut mich, wie gesagt, auch mal wieder ein Teamcall zu machen. Das ist lange, lange her. Ihr habt so viele unglaubliche Top-Leader und Speaker, die euch jeden Sonntag sozusagen hier entertainen und gleichzeitig euch Informationen geben, die eure Situation verändern in diesem Business. Zuerst einmal natürlich frohe Ostern. Ich finde es echt krass, dass Leute überhaupt auf diesem Teamcall sind. Wir haben 250 Leute drauf. Ich hätte echt mit weniger gerechnet. Gib dir mal eine riesengroße Einserwelle, dass du heute am Start bist, obwohl natürlich ein riesengroßer, ja, ich sag mal, Festtag heute ist und natürlich diese Zeit mit Familie verbracht wird oder beziehungsweise auch in dem Fall mit der TPR-Family. Deswegen sehr, sehr cool. Respekt da an jeden Einzelnen und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Tag mit eurer Family oder einen wunderschönen Tag mit den Liebsten. Und ja, wir legen auf jeden Fall los. Es wird alles recorded, wir nehmen alles auf und ja, let's go. In dem Sinne, Leute, wie ihr schon gesehen habt auf dem Flyer, will ich euch heute die Philosophie der TPR mitteilen. Ich will euch so ein bisschen das Mindset geben, warum die TPR das ist, was es heute ist. Ich will euch ein bisschen das Mindset und die Philosophie geben, warum wir die absolute Elite im Network Marketing, vor allem im Trading-Bereich sind. Und eine Sache, die mir auch wieder aufgefallen ist, gerade bei dem Aftershow-Movie, ist eigentlich, wie heftig gut die ganzen Speaker und die ganzen Top-Leader und Leaderinnen eigentlich aussehen. Das ist echt verdammt crazy, wie sich hier jeder in Schale wirft und wie sich hier jeder wirklich alles gibt. Und das ist natürlich eine unglaublich wichtige Sache am Ende des Tages und wie professionell die Leute natürlich auftreten und da auch für das Leadership, also falls, ich denke mal, alle Leader sind eigentlich so gut wie alle drauf. Ich weiß, dass sonntags immer Heavy Calls und so weiter sind, aber für alle Leader, die drauf sind und auch auf der Bühne waren, wirklich Congratulations, ihr saht alle unglaublich aus, ihr habt heftige Speeches hingelegt und allgemein die TPR-Convention war ultra, ultra krank, auch für mich nochmal so ein Beweis zu sehen, wie professionell und wie crazy alles ist. Und ich bin mir sicher, dass natürlich auch die Leute, die heute drauf waren, also, beziehungsweise heute auf dem Call sind und auch auf der TBA-Convention waren, können das Ganze nur bestätigen, dass es wirklich ein Event war, was unglaublich ist. Schon ein bisschen her, wir hatten schon ein paar Team-Calls, aber für mich ist jetzt wirklich mal das erste Mal seit der TBA-Convention, dass ich mal wieder ein Team-Call mit euch habe. Und wollte ich, wie gesagt, einfach nur mein Feedback geben. Ihr als Publikum habt euch unglaublich benommen, sage ich mal. Und mit benehmen meine ich also einfach allgemein, es war ein unglaubliches Event und ihr habt alle sehr, sehr, sehr professionell aufgetreten. Ihr seid alle sehr, sehr, sehr gut aus. Alle waren sehr, sehr, sehr schön gekleidet, was natürlich unglaublich wichtig ist bei so einer Convention. Und da sieht man einfach, wie professionell das Ganze ist. Und damit das alles so professionell bleibt und dass wir den Standard natürlich auch immer jedes Jahr erhöhen, gibt es am Ende des Tages sowas wie die Crown Rules. Okay, und ich möchte dir ganz genau heute mitgeben, was die Philosophie der TPR ist, was die Crown Rules sind, warum diese Crown Rules so wichtig sind. Und ich möchte eine neue Regel hinzufügen. Es sind nämlich 10. Ich möchte die 11. Regel hinzufügen, weil es einfach Zeit wurde, das Ganze mal zu updaten. Und es gibt eine ganz wichtige Regel, vor allem in der aktuellen Zeit, die ich euch mitteilen möchte, weil ich natürlich trotzdem, und viele verstehen das nicht ganz, aber auch ich bin am Ende des Tages ein ganz normaler Networker, okay? Jemand, der ganz normales Business aufbaut, der ganz normal Content postet, der ganz normal Stories postet, der Leute sozusagen auf Zoom-Calls hat, der Menschen das Business erklärt, der Menschen versucht zu closen, wo Menschen nicht auf einen Zoom-Call kommen. Und viele verlieren das so ein bisschen, so dieses Verständnis dafür, dass eure Top-Leader am Ende des Tages, sind natürlich nicht nur ich, sondern auch eure Top-Leader oder Top-Leaderinnen, am Ende des Tages Business ganz normal aufbauen und wir genauso am Ende des Tages unsere guten Phasen, unsere schlechten Phasen haben und darüber möchte ich ein bisschen sprechen. Aber bevor wir natürlich darauf eingehen, wir haben viele, viele neue Leute dabei und deswegen ist es wichtig, so mal jede 3 Monate ungefähr diesen Crown Call zu wiederholen. Viele von euch sind natürlich schon am Start am Ende des Tages, also viele von euch als Leader kennen die Crown Rules schon, okay, die würden jetzt sagen, hey, ich will das Ganze nicht mehr hören, ich habe schon 1000 Mal gehört, aber es ist unglaublich wichtig, weil am Ende des Tages sage ich immer, es gibt einen Unterschied zwischen kennen und können und wir sprechen heute darüber, dass jeder es wirklich auswendig kennt, jeder versteht, warum das Ganze zustande kommt. Bevor ich auf die Crown Rules eingehen möchte, möchte ich euch ganz kurz erklären, wie diese Regel und diese Philosophie eigentlich zusammen erstellt wurde und warum wir dort sind, wo wir heute sind, warum wir die professionellste Trading Revolution auf der Welt sind und warum wir das stärkste Team am Ende des Tages sind in diesem Space. Und das sage ich nicht ich, weil am Ende des Tages wäre das Eigenlob und natürlich sich selber loben tut manchmal gut, aber darauf basiere ich nicht den Erfolg und darauf basiere ich nicht, was am Ende des Tages hier gesagt wird über die TPR, sondern das ist einfach nur cleanes Feedback, was ich bekomme von vielen Top-Leadern, mit denen ich rede. Okay, also ich bin mehr heutzutage mit Top-Leadern connected, als ich jetzt mehr mit neuen Leuten bin, die jetzt ganz normales Business starten. Sind es Leute von, ich sag mal, Network-Marketing-Legenden und viele von diesen Menschen, zu denen ich damals aufgeschaut habe. Heute war wieder so ein Tag zum Beispiel, wo mir jemand geschrieben hat
Und ein paar Leute von euch kennen vielleicht so ein bisschen diese Speech von mir, vielleicht einfach mal eine 1 in den Chat oder ein Yes in den Chat droppen, wenn ihr diese Speech von mir kennt und dieses Beispiel, was ich immer gebe, und zwar das Beispiel mit First Class und Business Class. Okay, also heißt Choice-Paket bedeutet, du fliegst, Economy Class, Elite-Paket bedeutet, du fliegst First Class. Okay, das Ganze kommt von einem Leader, den ich damals 2019, 2018 gesehen habe. Es war ein Top-Leader von ACN. ACN ist ein Strom-, Gas-, Wasser-Network, primär in Großbritannien, also in England. Nicht Max Knowles, sondern ein anderer, weil Gianluca schon sagt, es ist ein anderer sehr, sehr großer Leader von ACN. So der Neuzeit-Leader, okay, also für die Leute, die Max Knowles kennen, könnt ihr auf jeden Fall mal in YouTube eingeben, Max Knowles. Um den geht es zwar nicht, aber trotzdem unglaublich krasser G, was Network-Marketing angeht. Einer meiner Lieblingsspeaker und einer meiner der Personen, von denen ich Speaken gelernt habe. Nicht direkt, sondern über seine YouTube-Videos, weil ich es unglaublich schön finde, wie er sich artikuliert und wie er spricht und was für eine Energy er hat. Und Max Knowles ist so diese OG-Legende und so die neue Legende, sage ich mal, in ACN, ist eben genau diese Person, die mir heute geschrieben hat. Und die Person hat mir heute geschrieben und hat gesagt, hey, lass uns mal connecten, ich sehe, was bei euch abgeht, du bist unglaublich crazy und so weiter und so weiter. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist jemand, den ich vor 3, 4 Jahren, zu dem ich aufgeschaut habe, dem ich seine Reels angeschaut habe im Network Marketing, der Millionen und Millionen und Millionen Umsätze gemacht hat. Und das ist immer wieder so ein Beweis dafür, nicht ich, sondern die TPR, und das ist schon 1000 Mal passiert, geführt mit anderen Top-Leadern, mit Menschen, zu denen ich aufgeschaut habe oder wir aufgeschaut haben, okay? Jesse Lee, rest in peace, okay, eine unglaubliche Networkerin. Wir waren mit dieser Networkerin auf der Stage 2020, 2021, glaube ich, war es, 21 war es, auf der GoPro-Stage, okay, und viele von euch waren dort dabei, also heißt, wir sind teilweise hier mit den Besten der besten Leuten connected und unterwegs und diese Menschen kennen uns und sehen zu uns auf und feiern unser Marketing und feiern unser elitäres Verhalten, und mit elitäres Verhalten meine ich vor allem, wie professionell wir sind, okay, nicht nur vom Marketing her, sondern vom Auftritt her, von der Struktur her, von der Organisation her, von dem Mehrwert der Leader, vom Auftritt der Leader. Mit Auftritt ist nicht das Aussehen gemeint, nicht nur, sondern allgemein dieses ganze komplette Paket. Ihr kennt es, wenn jemand in den Raum reinläuft. Und selbst die Firma iGenius, unter anderem Christian Crabtree, hat ja selber gesagt auf der Convention, er weiß, wer TPR ist. Okay, er weiß ganz genau, wer TPR ist. Auf einem Event, wo alle Teams sind, er weiß, wer TPR ist. Er weiß, wer TPR ist zu 100%. Weil das sind die Leute, die gute Fragen stellen, das sind die Leute, die Manieren sind und höflich, also Manieren haben und sehr höflich sind, das sind die Leute, die gut angezogen sind, das sind die Leute, die professionell sind, und genau dafür steht die TPA am Ende des Tages, okay? Jetzt, wie sind diese Crown Rules entstanden? Ihr müsst euch vorstellen, auf meinem eigenen persönlichen Weg erfolgreich zu werden im Multilevel Marketing und im Leben allgemein. Und ich rede da nicht gerne über mich, aber ich habe sehr viele Dinge mitbekommen im Leben und ich habe sehr viele Dinge erlebt und ich habe sehr viele gute und schlechte Zeiten durchlebt und ich habe sehr viele Bereiche in meinem Leben fokussiert und gemeistert und dann den nächsten Bereich fokussiert und gemeistert. Und einer der größten Bereiche, den ich die letzten 2 Jahre sehr krass auseinandergenommen habe, ist das Thema Professionalität. Okay? Und Professionalität bedeutet am Ende des Tages, Kompetenz zu haben, okay, also kompetent zu sein. Und das ist eine Sache, die habe ich auch, glaube ich, auf DACH 3.0 angesprochen, ein bisschen am Ende, ist, dass es heutzutage unglaublich an Kompetenz fehlt. Ich gebe dafür immer Beispiele, ihr ruft den Kundenservice an von irgendeiner Firma, die geben euch keine richtige Aussage, beziehungsweise wenn du sie wieder anrufst, sagen sie zu dir, ja, keine Ahnung, wissen wir selber nicht, oder ah, nee, können wir keine Aussage geben. Also die Leute trauen sich heute schon gar nicht mehr, eine Aussage zu machen, weil sie gar nicht wissen, ob sie richtig ist oder also richtig oder falsch ist und dann Angst haben. Das heißt, Kompetenz bedeutet, das Selbstvertrauen in sich zu haben, ein Auto zu fahren, okay, ein Auto schnell zu fahren. Und wir haben unglaublich kompetente Leute hier und das ist unglaublich wichtig, weil eine Sache, die man nicht möchte im Leben ist, und das hört sich jetzt zwar hart an und es tut mir leid, dass ich das so sage, aber ihr wisst, ich bin immer real, viele von euch müssen vorsichtig sein und ich zum Beispiel bin sehr vorsichtig, fern wegzubleiben von Menschen, die nicht kompetent sind. Weil diese Menschen eigentlich immer nur Struggle ins Leben ziehen. Also es sind solche Menschen, die irgendwie immer alles verchecken, verpassen, die es nicht ernst nehmen und so weiter. Und das, wie gesagt, das ist nicht schlimm, okay? Das sind Dinge, die kann man auch ändern. Also ich versuche eher Menschen zu helfen und wenn sie bereit sind, was dran zu ändern, dann sieht man auch, dass sie daran wachsen. Aber dann gibt es solche Menschen, die entscheiden sich einfach nicht kompetent zu werden. Und genau solche Menschen am Ende des Tages werden hier aussortiert, okay? Und das ist jetzt nicht böse gemeint, aber Kompetenz kommt am Ende des Tages und kommt am Ende des Tages durch Erfahrung, durch Ziele, die du dir setzt und die du dann erreichst und dadurch wächst dein Selbstbewusstsein und dadurch wirst du kompetenter in verschiedensten Bereichen und diese Kompetenz ist irgendwann mal Professionalität, okay? Und das sind alles sehr, am Ende des Tages sind das wichtige Dinge, versteht mich nicht falsch, auch ich bin ein Mensch, ihr seid Menschen, wir machen alle Fehler, es läuft nicht immer perfekt, nicht jeder kann sich immer zu 100% kontrollieren, auch ich bin sicher mal sauer, auch ich bin sicher mal irgendwie mal angepisst oder abgefuckt und das wissen oder verstehen viele nicht so, weil viele schauen zu mir auf und sagen, ja, keine Ahnung, ist halt alles perfekt und alles professionell, nein, ist es nicht.
Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Darum geht es nicht. Es geht darum, menschlich zu bleiben. Aber es geht darum, vor allem, wenn es um das Business geht. Und das ist halt das, was ihr niemals vergessen dürft. Und das ist eigentlich dieser underlying process, dieses Fundament von TPR, ist meine eigene Erkenntnis zu verstehen, dass wir Menschen ihre Situation ändern durch Information. Also Information verändert Situation. Das ist ein Mission-Statement der TPR. Was ich aber damit meine, ist, dass es hier um Menschen geht. Es geht hier um Menschen. Und da muss man professionell sein. Okay, stellt euch vor, ein Pilot, der im Flugzeug fliegt, ist nicht professionell, wenn er 120 Seelen an Bord hat. Da erwarten wir Professionalität, da müssen wir professionell sein. Genauso müsst ihr professionell sein. Ihr fliegt vielleicht kein Fluggerät durch die Luft mit 120 Leuten oder mit 20 Leuten oder mit 30 Leuten oder mit 500 Leuten, je nachdem, wie groß euer Team ist. Aber ihr habt Verantwortung für euer Team. Ihr habt sehr große Verantwortung für die Menschen, weil das, was ihr tut, werden diese Menschen auch tun. Das, was ihr sagt, werden diese Menschen auch sagen. Das, was ihr den Menschen mitgibt, darauf werden sie ihre Zukunft basieren und ihren Erfolg aufbauen. Und es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du was Falsches sagst oder wenn du nicht auftrittst. Und das ist eine Sache, die viele Leute nicht verstehen, ist aber, wenn du nicht auftrittst, wenn du nicht da bist, wenn du nicht konstant am Start bist, egal ob es dir jetzt gerade gefällt oder nicht gefällt, ob es gute oder schlechte Zeiten sind, dann musst du halt einfach verstehen, dass Menschen aufhören werden, dieses Business aufzubauen, weil du bist am Anfang die Person, die ihnen zeigt, warum sie es aufbauen sollen. Und wenn du es nicht aufbaust, dann wird es auch keiner aufbauen. Das heißt, das Fundament von den Crown Rules der 10 Regeln und heute die 11. Regel und allgemein dieses Information verändert Situation Ding ist ja natürlich am Ende des Tages, weil wir eine Community sind. Okay, ist jetzt egal, ob es jetzt hier um Trading geht oder wie in anderen Networks um Nahrungsergänzungsmittel oder um Cremes, Lotions und Potions und keine Ahnung, was da draußen alles gibt. Trading-Bereich ist natürlich der geilste Bereich, weil du hier die zwei schönsten Fähigkeiten auf dieser Welt lernst, Geld zu verdienen, Cashflow und Geld zu vermehren auf der anderen Seite. Aber hier geht es nicht darum, sondern hier geht es erstmal nur darum, dass wir eine Community sind. Community bedeutet, wir sind ein Zusammenwurf, okay, und ich liebe dieses Wort Zusammenwurf, weil wir alle zusammengeworfen wurden und wir kommen von verschiedensten Hintergründen, verschiedensten Religionen, verschiedensten Eltern, verschiedensten Schulen, verschiedensten alles. Also wir sind eine komplette Mischung, okay? Und es erinnert mich immer sehr stark an Dubai, weil Dubai ist ja zu 90% Misch, also einfach nur gemischte Menschen. Und ihr müsst euch vorstellen, ich war letztes Mal im Gym unten und mir ist es gar nicht so aufgefallen, weil ich denke so nicht, okay, ich bin in Afrika aufgewachsen. Mit Afrikanern, dann bin ich nach Deutschland gekommen, so mein Dad ist Portugiese, meine Mutter ist Deutsch. Also für mich war das schon immer so schwarz-weiß und versteht mich nicht falsch, aber schwarz-weiß, es war alles für mich immer scheißegal, das sind für mich Menschen, okay, weil so bin ich aufgewachsen. Für viele Menschen ist es nicht so und mir ist es letztens aufgefallen, als ich im Gym unten war und ihr müsst euch vorstellen, wir waren fünf, okay, es waren fünf Boys im Gym so. Es war noch in meinem alten Gym, es war ein bisschen kleiner als wo ich jetzt hier wohne und da war ein Araber, ein Asiate, dann ich. Dann war irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein Russe, glaube ich, war das, also so vom Aussehen her und noch irgendwas, gell? Und ich denke mir so, Alter, wie crazy ist das so? Wir sind gerade alle einfach auf einem Raum, so, also so auf so einem kleinen Viereck, wo wir alle zu fünf trainieren und jeder macht sein Ding, aber du schaust die Leute an und jeder kommt irgendwo anders her. Und genauso ist es ein bisschen hier in TPR, okay? Manche Leute hier hatten ein schönes Zuhause damals, manche nicht. Manche Menschen haben eine Familie, für manche Menschen ist die TPA die Familie, die sie nie hatten, okay? Für manche Menschen ist TPA der Vater, den sie nicht hatten, die Mutter, den sie nicht hatten, den Support, den sie nicht hatten. Für manche ist TPA aber auch einfach nur ein Ziel, eine Vision oder eine Community, die sich gegenseitig pusht oder Menschen einen Glauben und eine Vision gibt, wenn sie keine mehr haben in diesem Leben. Und glaub mir, und ich sage das immer wieder und das ist echt crazy, weil ich bekomme da Gänsehaut, ihr wisst gar nicht, wie viele unglaubliche Gespräche ich manchmal führe über Menschen, die in unserer Community sind und die mir Dinge erzählen, wie, und ich würde natürlich niemals Namen droppen oder irgendwas, natürlich nicht, aber wie viele Menschen auf mich zukommen und sagen, hey, Miguel, es gab eine Zeit, wo ich mir das Leben nehmen wollte und ich habe durch die TPA Anschluss gefunden an eine Community, wo ich nicht gemobbt werde, wo ich nicht fertig gemacht werde, weil ich sage das auf jedem Teamcall, wenn ich darüber spreche und ich werde immer wieder darüber reden, wenn hier irgendjemand gemobbt wird für irgendwas, für sein, keine Ahnung was, so, hey, Spaß ist immer da, aber wenn irgendjemand abgefuckt wird, dann bist du raus, Bro. So, weißt du, ich meine, so, da gibt es für mich keine Linie, so, wir sind eine Family, so, und hier geht es nicht darum, Menschen auszupontieren, was sie nicht können oder sie fertig zu machen, wie da draußen in der Gesellschaft. Es geht darum, ihnen zu helfen und da, wo sie sind, besser, also beziehungsweise ihnen die Informationen zu geben und besser zu werden. Natürlich müssen wir dafür manchmal ehrlich sein und es ist wichtig als Community, wenn Menschen zusammenkommen, dass wir ehrlich miteinander sind. Aber hier geht es darum, Menschen zu helfen und sie nicht fertig zu machen. Und das ist schon mal ein riesengroßer Unterschied zwischen der Welt da draußen und dem, was hier passiert. Okay? Weil hier passiert sowas nicht. Und wenn hier sowas passiert, dann erbarme Gott. Auf jeden Fall. Um da jetzt kurz einen Punkt zu machen, okay, das sind alles so diese Fundamente, worauf das Ganze besteht, brauchen wir Regeln, okay? Und ihr müsst euch vorstellen, damals war es für mich sehr schwierig, ein Konzept zu finden, wo ich mich selber unterordnen kann. Was meine ich damit? Ihr müsst euch vorstellen, dass ich eine Sache gelernt habe im Leben.
Das war schon vor 3 Jahren, das war von Jordan Peterson, okay? Jordan Peterson, vielleicht kennen ihn ein paar, vielleicht mögen ihn ein paar, mögen ihn nicht, ist egal. Auf jeden Fall ist er meiner Meinung nach einer der intelligentesten Menschen, die es aktuell gibt auf diesem Planeten. Auch rein von dem, was er sagt und wie er sagt, ist ein Psychologe und gleichzeitig natürlich auch ein Buchautor. 12 Rules for Life ist ein unglaubliches Buch, was er geschrieben hat. Und er selber hat gesagt, wenn er einen Präsidenten für ein Land wählen müsste, okay, dann würde er immer jemanden nehmen, der an Gott glaubt und nicht denjenigen nehmen, der nicht an Gott glaubt. Weil die Person, die an Gott glaubt, hat etwas über sich, wo er oder der Präsident in dem Fall sich unterordnen kann und humble bleibt. Okay? Und humble ist ein sehr großes, wichtiges Wort im Network Marketing. Wobei die Person, die nicht an Gott glaubt, sondern nur an sich glaubt, wer ist über dieser Person? Wisst ihr, was ich meine? Also wer ist über der Person, der an nichts glaubt, sondern dann ist ja nur sein Ego und sein eigenes Interesse im Vordergrund, weil für was macht er es sonst? Wisst ihr, was ich meine? Und es geht jetzt hier nicht um Gott oder sonst irgendwas. Okay, ich weiß, jeder von euch hat einen anderen Glauben und gerade heute an einem sehr heiligen Tag, sage ich mal, darüber zu sprechen, ist, glaube ich, so wichtig, aber jeder glaubt dann an irgendwas hoffentlich. Und für mich war es damals so wichtig zu sagen, hey, ich brauche irgendwas und ich glaube natürlich auch an Gott, aber ich brauche etwas, was über mir ist und das ist für mich die TPA, okay? Und wie ist es für mich entstanden? Und ich möchte das einfach nur mitteilen, weil da so viel Power in diesem Ganzen drin ist, bevor ich auf diese Regeln eingehe, wie das alles entstanden ist. Für mich ist TPA in meinen dunkelsten Zeiten entstanden, wo ich TPA gebraucht habe als was größer ist als ich selber. Wisst ihr, was ich meine? Ich hatte Zeiten in meinem Business, wo ich das Ganze hier aufgebaut habe, wo auch ich harte Phasen hatte, wo auch ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, wo auch ich gesagt habe, ich bin fertig oder wo ich gesagt habe, ich kann das Ganze nicht mehr tragen oder wo ich auch mal zusammengebrochen bin in Form vom Einkommen oder so, alles Mögliche. Wisst ihr, was ich meine? Wir bauen ein Business auf und ich glaube, das haben viele Leute heutzutage leider vergessen und viele Leute verstehen nicht mehr die Essenz von dem, was wir hier machen. Wir bauen hier ein Business auf. Okay, und ein Business aufbauen ist nicht Larifari, ein bisschen Instagram-Posts posten und Geld verdienen, sondern du wirst, und Entschuldigung für meine Ausdrucksweise, aber ich kann es nicht anders erklären, du wirst einfach von links und rechts gefickt, bis du erfolgreich wirst. Und dann wirst du weiterhin gefickt. Es ist einfach Krieg. Es ist einfach durchgehend Krieg, okay? Ist Krieg irgendwann mal ruhiger? Ja. Im Krieg gibt es auch manchmal Pausen, es gibt manchmal Friedensverträge, es gibt manchmal Zeiten, wo es schöner ist. Aber all in all bist du im Krieg und es ist jetzt erstmal egal, ob du eine Frau oder ein Mann bist, weil beide Geschlechter müssen damit klarkommen. Und wenn du irgendwas anderes erwartet hast, dann bist du hier auf jeden Fall falsch. Wenn du erwartet hast, dass du hier startest und alles wird einfach, dann bist du hier falsch. Wenn du erwartet hast, du gibst 2 Jahre Vollgas und dann musst du nie wieder was machen, dann bist du sowas von asozial falsch. Weil wer baut mir bitte ein Business in 2 Jahren auf und muss dann nie wieder irgendwas machen und ist dann erfolgreich? Und ich weiß, dass viele Lieder hier drauf sind, die das mal hören müssen. Und ich weiß, dass ich das immer wieder sage und immer wieder sage und immer wieder sage, aber ich werde es auch immer wieder sagen, weil es halt genau so ist, weil ich den Scheiß seit 7 Jahren mache und mit 7 Jahren bin ich noch nicht mal lange dabei. Ich bin mit 7 Jahren noch nicht mal lange dabei, aber manche Leute sind hier 2 Jahre dabei, 1 Jahr dabei, 3 Jahre dabei, 4 Jahre dabei und fuckt's ab, dass sie noch nicht dort sind finanziell, wo sie sein wollen. Und ich sage halt einfach immer, und das, ich bin halt knallhart so, und ich sage halt einfach immer, dann geh zurück in den Job, so dann geh zurück in die normale Welt, weil da weißt du, was du bekommen wirst und vielleicht ist es für manche Leute wichtig zu wissen, was sie bekommen werden und sie wissen, hey, ich muss nicht alles geben, sondern ich kann einfach ein bisschen geben und ich verdiene mein Geld, alles cool. Für manche Menschen ist es besser, okay? Manche Leute müssen sich vielleicht echt überlegen zu sagen, hey, scheiße, Network Marketing ist nicht zu mich, ich pack das nicht, ich gehe wieder zurück in die Jobwelt, das ist auch vollkommen in Ordnung, aber für mich war das halt nie eine Alternative und es wird auch niemals eine Alternative sein, weil viel zu viele Leute sind viel zu unhumble und viel zu privilegiert und denken über sich viel zu privilegiert. Aber Privilegierung passiert nur im Denken und deswegen bringe ich das gerade alles zusammen, weil es für mich wichtig war. Ich rede gerade nicht über irgendjemanden, ich rede gerade nur über mich, okay, wenn ich das auch mal machen darf. Weil ich in meinem Aufwachsen im Network-Marketing mit dem Ganzen klarkommen musste, okay. Und eine Sache, glaubt mir, und ich werde euch da ehrlich sein, so, ihr müsst euch vorstellen, ich habe letztens ICS recorded, also meine eigene University, und ich habe einfach das Studio gebucht, das Podcast-Studio für 3 Tage und ich saß da einfach jeweils 3 Tage lang, also Freitag, Samstag, Sonntag, 8-9 Stunden drin und habe einfach nur Videos recorded. Habe einfach nur alles, was ich jemals im Network Marketing gemacht habe, zusammengepackt. Und es war eh eine Zeit für mich so, wo ich schon, kennt ihr das, wenn ihr so richtig viel Druck habt? Also nicht Druck von außen, sondern es baut sich einfach so richtig viel Druck in euch auf. So, und ihr merkt so immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr und immer mehr Scheiße kommt und irgendwie immer schwieriger und immer mehr und mehr und mehr und mehr, okay? Und ich war wirklich an dem Punkt und ich sage das nicht, weil ich auf die Tränendrüse drücken, aber ich habe es, glaube ich, schon mal auf einem Teamcall gesagt. Ziemlich sicher. Ich weiß nicht, das ist das Problem bei mir. Ich weiß nicht mehr, auf welchen Teamcall, weil ich so viele Teamcalls habe. Aber ich glaube, das war Englisch, also nicht bei euch. Ist manchmal ein bisschen schwierig mit den ganzen Teams. Tut mir leid, falls ich es euch schon erzählt habe, dann tut mir leid, dass ihr da nochmal durch müsst. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich lag einfach im Bett so und
Ich war einfach mies abgefuckt, so, von allem. So, wisst ihr was? Ich war einfach abgefuckt, so. Und für mich, also wenn sich viele Leute mein Leben anschauen, so würden sie sagen, ey, es gibt keinen Grund, abgefuckt zu sein, weil du lebst das geilste Leben, so. Und ich lebe ein sehr geiles Leben, aber ihr müsst verstehen, das verändert sich nicht. Weil Menschen denken immer, wenn du Geld verdienst, dann verändert sich alles. Es verändert sich am Ende des Tages gar nichts. Es verändert sich wirklich nichts, okay? So, es verändert sich sehr vieles, aber nichts. Ihr werdet es irgendwann mal verstehen, wenn ihr an diesem Punkt seid. Und ihr müsst euch vorstellen, ich liege einfach im Bett und ich fange einfach an zu heulen, so. Und es gibt, also guck mal, bei mir ist so, ich glaube, ich habe schon sehr lange nicht mehr geweint aus Angst, wisst ihr, was ich meine? Sondern wenn ich Angst ist, wenn ich weine, so, dann zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich Leute edify oder auf der Bühne oder so, dann ist es so aus Dankbarkeit, so wirklich so tiefste Dankbarkeit, so dieses krass, wo wir sind, wisst ihr, was ich meine? So dieses Emotionale, so dieses Glückliche. Aber wirklich mal zu weinen, so wirklich aus Angst, aus Unzufriedenheit, aus Druck, habe ich schon sehr lange nicht mehr, sehr, sehr lange nicht mehr. Ihr müsst euch vorstellen, ich lag einfach im Bett und ich habe einfach 3 Stunden geheult gefühlt oder 2,5 Stunden, weil dieser ganze Druck, dieses Ganze, was auf mich lastet, sei es von den Liedern, sei es die ganzen Probleme, weil guck mal, das Ding ist, zu mir kommt niemand und sagt, hey Miguel, ich habe einen schönen Tag, sondern zu mir kommt, das läuft scheiße, das ist beschissen, wir sind am Arsch, wir sind das, wir sind niemand. Also, es gibt so gut wie keine Positivity bei mir, also niemand kommt zu mir und sagt, es läuft gut, also ganz, ganz, ganz selten. Und das ist ja auch mein Job, das verstehe ich auch, so muss es ja auch sein. Aber stellt euch vor, ihr frisst die ganze Zeit nur Scheiße, so, die ganze Zeit, okay? Und dann selber, natürlich macht ihr euch selber Druck und so weiter, irgendwann kommt alles zusammen. Warum erzähle ich euch das? Weil es Punkte gab, wo TPA mir diese Kraft gibt. Wisst ihr, was ich meine? Gott und TPA, so diese TPA, diese Kraft gibt zu sagen, es geht hier um was Größeres. Es geht nicht um mich, es geht nicht darum, wie ich mich fühle, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam das Ganze machen müssen, okay? Ich gebe euch noch ein Beispiel, damit ihr versteht, warum TPA so wichtig ist. Und manche Leute werden sagen, hey, ich verstehe gar nicht, was du laberst, Miguel, was laberst du für eine Scheiße. Manche werden sagen, hey, ich verstehe es zu 100%. Ich gebe euch weitere Beispiele, wo TPA für mich nicht einfach ein Trading Network ist oder einfach nur eine Community von Menschen, sondern für mich was Größeres als ich selber geworden ist, ein Ideal, was ich anstrebe und etwas, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Weil ich glaube, es ist einer der schönsten Momente im Leben, wenn man weiß, für was man geboren wurde. Und viele sagen, wenn man weiß, für was man geboren wurde. Ich sage, der schönste Moment in meinem Leben war, als ich verstanden habe, für was ich sterben wollen würde. Wisst ihr, was ich meine? So, weil für etwas geboren zu werden, ist eine Sache. Wir haben uns nicht ausgewählt, wir sind alle hier. Aber gibt es etwas, wofür du sterben würdest? So. Und ich habe das gemerkt, dass TPA das Ganze für mich geworden ist vor einer Zeit, wo, und ich will da wirklich niemandem Angst machen oder sonst irgendwas, weil viele oder so schon so ein bisschen Angst vom Fliegen haben und ein paar Leute schon auch lang genug dabei sind und wissen die Storys so ein bisschen und dann kotzen diese Storys vielleicht auch schon, weil ich das oft erzählt habe. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich bin so ein Mensch, ich habe eigentlich vor nicht wirklich irgendwas Angst. So. Und ich bin damals nach Lettland geflogen, mit einer der kleinsten Flugzeuge, mit dem man fliegen kann, so ein Airbus A220 oder so, also relativ klein, so relativ neues Flugzeug, aber sehr, sehr klein. Und wir sind nach Zürich gelandet, also über den Alpen gewesen, weil von Lettland fliegt man über die Alpen und auf einmal droppt das Flugzeug, so für gefühlt 2 Sekunden, natürlich war es wahrscheinlich kürzer, okay? Und das war das erste Mal und ich fliege sehr viel so und das Flugzeug droppt einfach so, also ich dachte, das ist vorbei, so komplett, so wisst ihr, was ich meine? Und du sitzt halt ganz gechillt, denkst so, ja, du landest jetzt und auf einmal droppt das Flugzeug einfach so und macht so einen übelsten Knall, so als würde es auf dem Berg irgendwie landen oder so und ich habe mich des Todes erschrocken, so. Und das war einer der ersten Male, wo ich in meinem Leben so wirklich so off-guard gecordet wurde. Wisst ihr, was ich meine? Also so ohne, so du denkst, ja, Mann, du landest gleich, alles chillig, Mann, du warst gerade in Lettland, hast ein geiles Team-Event und so, alles ist easy. Du bist der G, du bist der King, so, du verdienst viel Geld. Wisst ihr, wenn man manchmal so voll mit sich selber ist und auf einmal kommt so dieses Leben und gibt euch so eine Schelle, so. Und es kann verschiedene Sachen sein, es können Autounfälle sein, das kann Verlust von der Familie sein, das kann sonst irgendwas sein. Für mich war das dieser Punkt, wo dieses Flugzeug einfach nur gedroppt ist und ich dachte, es ist vorbei, okay? Und danach hat sich bei mir was entwickelt, was ich nicht für echt halten wollte, weil ich immer so ein starkes Mindset habe und auch, also hatte und immer noch habe und sehr viel von mir selber halte und von meinem Mindset und von meiner Stärke. Und ich habe angefangen, Flugangst zu entwickeln, okay? Und ich will es nicht Flugangst zu nennen, weil Flugangst hört sich irgendwie so ein bisschen, ja, so, ja, der hat ein bisschen Angst vor Fliegen. So, glaub mir, ich lieb Fliegen, aber ich hatte so richtig Schiss zu fliegen. So richtig so alt, ich habe gar keinen Bock mehr in ein Flugzeug zu steigen. So dieses, hey, lass mich einen Pulli über den Kopf ziehen mit Kopfhörern und am besten gar nicht checken, dass ich überhaupt fliege, okay? Und ich schwör's euch bei Gott, ich würde nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr fliegen oder jetzt wahrscheinlich wieder, aber damals nicht, wenn ich nicht die TPA gehabt hätte. Warum? Weil es gab halt das nächste Event, die nächste Location, das nächste Land und keine Ahnung was, okay? Ich bin alleine letztes Jahr 37 Mal geflogen, okay, und die meisten Flüge davon waren 6 Stunden plus, also nicht so eine Stunde, eine halbe Stunde, sondern 37 confirmed flights, so, also 37 Flüge, so, und davor bestimmt auch 30 oder 40, okay, also die letzten 2 Jahre. Und warum habe ich das gemacht? So, weil ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, ey, egal wie Angst ich habe,
ich muss es einfach machen, weil meine Mutter hat immer gesagt, wenn du hinfällst, dann steh wieder auf. Oder wenn du vom, also man sagt bei uns am Bodensee, weil wir viele Pferde und so weiter dort haben, sagen immer, wenn du vom Pferd fliegst, musst du dich direkt wieder draufsetzen und weiterreiten, okay? Und genau so ist es, weil sonst bekommst du Angst vom Fliegen, du bekommst Angst vom Reiten, du bekommst Angst vor diesen Dingen. Das heißt, wenn dir irgendwas passiert im Leben, du musst direkt, also Autounfall, du musst direkt wieder ins Auto steigen und weitermachen, okay? Weil du dich wieder dran gewöhnst, du baust wieder dieses Vertrauen auf. Und zwei Dinge, die mir sehr geholfen haben, Ängste zu überwinden und allgemein, ist Information immer, okay, weil Information, Information dispels fear, sagt man auf Englisch, okay, also Information sorgt dafür, dass Angst rationalisiert wird und wegkommt. Das heißt, wenn du irgendwelche Ängste hast, dann hilft Information immer was. Warum haben die meisten Menschen Angst vor finanzieller Zukunft? Weil sie keine Information dazu haben, deswegen gibt es die TPA, okay. Und Nummer zwei ist der Glaube an etwas Größeres als du selber. Hätte ich TPA nicht gehabt, hätte ich nicht gesagt, ich fliege weiter. Und das war der Moment, wo ich gecheckt habe, Alter, wenn ich, und jetzt, für viele, jetzt denke ich mir auch lächerlich so, weil ich jetzt durch Turbulenzen fliege und ich freue mich irgendwie so ein bisschen, kennt ihr das? Wenn ihr so das Kribbeln habt, denke ich so, ja Mann, jetzt wird es endlich spannend so. Aber jetzt habe ich mich dran gewöhnt und alles easy, sondern so viel wie ich fliege, so mich juckt es nicht mehr, okay? Aber damals hatte ich so Schiss und ich habe wirklich gesagt, hey, wenn es sein muss, dann verrecke ich halt in dem Flugzeug für die TPA. So, wisst ihr, was ich meine? Also ich habe diese Angst und dieses ganze... diese Angst und diese Negativität transferiert auf etwas Größeres und habe gesagt, wenn, dann dafür. Wisst ihr, was ich meine? Weil, ist doch scheißegal. So, lieber dafür, als wenn ich jetzt in Mallorca-Urlaub fliege, okay, und mich da eh nur besaufe 3 Tage und dann abkratze. Alter, wen juckt denn sowas? Wisst ihr, was ich meine? So, ich mache es lieber für die TPA, auf der Mission nach Australien zu fliegen, neues Land zu erobern für die TPA und Events zu schmeißen. Oder so, wisst ihr, was ich meine? Also dieser Cause, warum wir Dinge machen, der Grund, weshalb wir Dinge machen, wurde sehr wichtig für mich, okay? Und das sind mal nur so zwei von sehr vielen Beispielen, warum es so wichtig ist, dass du etwas im Leben brauchst, was größer ist als du selber. Okay? Und ich möchte nicht, dass ihr, wenn ihr Glauben habt an Gott vor allem, ich möchte nicht, dass ihr TPA über Gott stellt. Auf jeden Fall gar nicht. Okay? Sondern meine Hierarchie ist Gott, okay? TPA, Family und so weiter. Okay? Das ist so meine Hierarchie, so ohne Spaß. Und viele würden jetzt sagen, ja Miguel, du kannst ja die TPA nicht über... TPA ist meine Family, also das gehört alles zusammen, okay, das ist eh alles eins, so, das ist ganz klar. Aber ihr braucht etwas, was über euch ist. Und vor allem für die Leute, die nicht an Gott glauben, ihr braucht etwas, was größer ist als ihr selber, wo ihr diese Negativität ablassen könnt, wo ihr sagen könnt, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Und jetzt würden viele sagen, ja Miguel, du bist aber der Founder der TPA, okay, also du bist einer der Mitgründer der True Peak Revolution damals, okay, damals TPA stand für True Peak Revolution, da waren wir 6 Jungs, heute TPA steht für Training People Revolution, auf die Idee bin ich damals gekommen, als wir bei Genius gelaunt sind, und viele würden sagen, ja Miguel, du bist ja der Founder, natürlich, so, du hast das Ganze gegründet, aber ich möchte, dass TPA nicht darauf basiert, weil ich sehe mich nicht als Gründer, so, viele Leute kommen auch zu mir und sagen, hey Miguel, das muss ja voll krass sein, wenn du auf diesen Events bist und du siehst, die ganzen Leute sind alle in deinem Team, glaub mir, ich habe nie diesen Gedanken. Ich habe nie diesen Gedanken, wo ich hinlaufe in den Raum und sage, Alter, das ist ja alles mein Team. Diesen Gedanken, das gibt es für mich nicht. Warum? Für was? Also darum geht es nicht, sondern TPA ist für uns alle da. Also jeder repräsentiert auch TPA. Jeder ist TPA. TPA ist deine eigene Way of Financial Freedom. Wisst ihr, was man geografisch, zeitlich und finanzielle Freiheit. Dafür ist TPA da. Okay? Und ich bin mir sicher, dass es viele von euch gibt hier, die solche ähnlichen Erfahrungen gemacht haben, wo sie gesagt haben, auch wenn ich nicht mehr kann, auch wenn ich keinen Bock mehr habe, auch wenn ich Ängste habe oder Ängste entwickelt habe, auch wenn ich mich nicht gut fühle, ich mache es trotzdem für TPA, für meine Zukunft, für diese Community, für das, was wir hier gemeinsam haben. Okay? Weil es lohnt sich immer dafür, für etwas zu kämpfen, was größer ist als wir selber, weil wir somit humble bleiben. Das ist so das Fundament. Warum heißt es jetzt TPA is the crown? Okay? Weil viele sagen, was hat es jetzt mit der Krone zu tun? Hat es jetzt damit was zu tun, dass ein Geld Crown ist? Oder wegen dem Rank Crown? Oder wegen irgendwas? Nein, hat es eigentlich nicht. Sondern die Krone ist abgeleitet von der britischen Krone, also Commonwealth, und ich will niemanden jetzt langweilen mit Geschichte, aber ich bin ein unglaublicher Fan der Historie, vor allem von Imperien, weil ich finde, da kann man immer sehr viel lernen. Also kleiner Tipp, wenn du ein Imperium aufbauen willst, dann lerne bitte von vergangenen Imperien, da gibt es sehr, sehr viele Informationen, die du mitnehmen kannst. Und The Crown ist abgeleitet von der britischen Krone, weil The Commonwealth, also die britische Krone, bis heute noch einer der größten Imperien ist und damals einer der größten Imperien war, die es auf dieser Welt jemals gab. Okay, ihr müsst euch vorstellen, Commonwealth, also Great Britain, also England, diese kleine Insel da oben, vielleicht waren ja schon mal ein paar Leute von euch dort, wenn ihr euch die Karte anschaut, die haben einfach über 50 oder 58 Länder kontrolliert. Wisst ihr, was ich meine? Also kontrolliert in Form von denen ihre Infrastruktur aufgebaut, denen geholfen und so weiter. Selbst wenn du nach Indonesien gehst heutzutage noch, also ich weiß nicht, ob mal jemand in Bali war, ich weiß, ein paar von euch gehen bald, dann sind die Straßen, wurden von den Briten gebaut. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, die haben diese Infrastruktur, die haben diesen Fortschritt gebaut. Ich will jetzt nicht darüber reden, dass die britische Krone nicht auch, weil man sagt ja immer, okay, dieses ganze Imperialismus und dieses ganze
Einnehmen von Staaten und so weiter hat natürlich auch seine negativen Seiten. Aber reden wir mal über die guten Sachen. Und das war meiner Meinung nach, weil ich war in vielen von diesen Ländern, wo entweder die britischen, die französischen oder andere Imperialmächte waren und diese Kolonien aufgebaut hat. Okay, ich selber bin in Namibia geboren, das ist eine deutsche Kolonie, weil sich immer viele fragen, wie kann es sein, dass du aus Afrika kommst? Das liegt daran, weil das eine deutsche Kolonie ist, verstehen viele nicht. Aber diese ganzen Länder, so, die haben unglaubliche Vorteile. Okay, also Vorteile in Form von Infrastruktur, Vorteile in Form von Systemen, Vorteile in Form von governmental, also von staatlichen Eigenschaften. Okay, Australien zum Beispiel. Okay, Australien zum Beispiel ist ja Commonwealth, das wissen viele. Und das Geile ist, wenn ich nach Australien fliege immer, dann ist Australien das, was Amerika und die westliche Welt, also England, mal war vor 20, 30 Jahren. Okay? Das heißt, wenn du diese alten Bilder siehst von Paris, wenn du diese Bilder siehst von Amerika, New York, wenn du diese Bilder siehst von, keine Ahnung, von Europa, wenn du diese Bilder siehst von England, so von London. Heutzutage, wenn du an diese Orte gehst, denkst du dir, Alter, wo bist du gelandet? In einem abgecrackten Zombie-Messerstecherei, keine Ahnung was, asozialen Film. Weil ich war in all diesen Städten, ich war in L.A. und das ist Zombieland. Also du kannst in Frankfurt nachts nicht laufen, ohne dass dir irgendwie ein halbnackter Penner an dir vorbeiläuft, Alter, komplett weggecrackt und du Angst haben musst, dass er dich gleich angreift. Wisst ihr, was ich meine? Und London und diese ganzen Städte, so, wo man alle so hinschaut, okay, und das ist jetzt im übertriebenen Sinne, aber so ist es. Australien ist immer noch so ein bisschen, wisst ihr, was ich meine? Hat sich auch verändert, aber ist immer noch so ein bisschen so alt. Und ihr müsst euch vorstellen, alles dort ist Commonwealth. Die haben sogar das Commonwealth Law, also das eigene Gesetz der Briten. Okay, es gibt das Römische, was wir in Deutschland haben, und es gibt Commonwealth, also das Englische. Aber um da jetzt nicht zu tief reinzugehen, ist, the crown kommt davon, als ich angefangen habe zu studieren, wie die britische Krone funktioniert. Okay? Und ich habe angefangen zu verstehen, dass es so ein paar primäre Regeln gibt in Kronen, also es bedeutet in königlichen Familien, in ruling families, also in Familien, die Städte, Ländereien oder was auch immer führen, auch damals die ganzen großen Imperien, die aufgebaut haben, von Genghis Khan bis hin zu dem Osmanischen Reich, bis hin zu der chinesischen Dynastien, bis hin zu den japanischen Imperium, was teilweise fast komplett Asien eingenommen hat, okay, bis hin zur Sowjetunion, bis hin zu den verschiedenen Balkan, also es gibt ja so viele Serben und so weiter, okay, es gibt so viele Beispiele an dem Ganzen. Und es gibt immer so ein paar wichtige Hauptgründe. Und ich habe diese Hauptgründe, weshalb die erfolgreich geworden sind, runtergeschrieben und 10 Regeln dazu verfasst und das Ganze angepasst an Network Marketing, okay. Und das Ding ist, ich weiß nicht wo, falls irgendjemand das hat. Ich bin normalerweise sehr, sehr organisiert. Ich finde aber nicht mehr die deutsche Version davon. Das heißt, wenn ihr die deutsche Version der Crown Rules habt, schickt mir die gerne mal kurz durch, dass ich die einfach habe. Ich werde jetzt so oder so drüber sprechen und übersetzen. Das ist kein Stress für mich, aber ich schwöre, ich hatte das irgendwo und ich habe es auch irgendwo mal eingesendet. Wo ist denn jetzt hier meine Folie, Mann? Ah, hier, okay. Und zwar habe ich das Ganze runtergebrochen, das Ganze auf 10 Punkte und heute fügen wir die 11. hinzu. Das wird dann geupdatet, so oder so, deswegen baue ich die deutsche auch. Gibt es 10 Regeln, okay? Und diese 10 Regeln waren diese Grundregeln, damit diese Community und das, was wir hier machen, funktioniert, okay? Und das allererste, das Fundament, ist Regel Nummer 1, TPR is the crown. Is our culture, ich lese erst auf Englisch, dann übersetze ich, is our culture, which we always strive to protect. If you go against the crown, you are out. No volume or rank will be taken into consideration when it comes to this culture rule. Okay, under this rule, everyone is equal. Also ist Nummer 1, Regel Nummer 1, erstmal, dass TPR die Krone ist, das ist dieser Ausruf. Und das steht dafür, dass unsere Kultur das Ziel hat, okay, die eigene Kultur, beziehungsweise unser Ziel ist unsere eigene Kultur, die TPR-Kultur und diese 10 Regeln und die Menschlichkeit und diesen Support und diesen Schutz sozusagen zu bewahren, okay. Wenn jemand gegen die Krone geht, und das ist zum Beispiel, was du sehr stark in der britischen Krone siehst, okay, wenn jemand gegen die Krone geht, dann wird er entlassen, dann ist er raus, okay, dann werden diese Menschen, ziehen dann auf einmal in ein anderes Land, okay, nach Amerika zum Beispiel, dann verschwinden diese Menschen, okay, und das ist jetzt übertrieben und sinnig gesagt, aber es ist halt einfach wirklich so, okay, schau dir an, was mit Putin passiert ist und mit der Wagner-Gruppe, ich kann seinen Namen nicht aussprechen, aber der Führer von der Wagner-Gruppe hat sich gegen Putin gestellt, ist gegen ihn marschiert. Woche später ist er in seinem Privatjet gestorben, okay, und das ist jetzt im übertriebenen Sinne, okay, das ist wirklich im übertriebenen Sinne, aber so funktioniert es in Imperien, okay, dieser Schutz ist wirklich da, diese Regeln sind da und das ist verdammt wichtig, okay, und ich sage hier, beziehungsweise wir sagen hier in den Regeln, wenn du gegen die Krone gehst, dann bist du raus, okay, kein Volumen oder Rang wird
das verändern oder verändern. Okay, jeder ist gleich unter dieser Kultur, also unter der TPA. Also heißt, jeder ist equal, jeder ist gleich. Okay, also heißt, am Ende des Tages, auf den Punkt gebracht, bedeutet es einfach, fuck you and fuck your volume. Okay, bedeutet einfach, es ist scheißegal, wer du bist, egal was für einen Rang du hast, egal wie viel Volumen du schiebst, wenn du gegen die Krone gehst, dann bist du raus. Okay, und für viele Leute, die da Bescheid wissen, die haben das erst vor kurzem gesehen, dass solche Dinge auch passieren und genau nach diesen Regeln hantiert wird, weil auch ich mich nach diesen Regeln orientiere und mich daran halte natürlich. Dann Nummer 2, Camps on. Okay? Und das ist eine Sache, das ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, leider. Genau deswegen ist es so wichtig, diese Regeln immer wieder zu erklären. Viele von euch haben das vergessen, aber ich habe das damals heavy angefangen zu pushen und bei manchen Teams funktioniert es sehr, sehr, sehr gut. Aber einfach aus Respekt zu der Community und weil wir menschlich sein wollen und weil wir Menschen sind und es darum geht, Accountability, Visibility ist Accountability. Also heißt, sich zu zeigen, ist gleichzeitig auch Verantwortung zu zeigen. Weil wenn man sich nicht zeigt, vor allem in einer Welt heutzutage, wo jeder, entschuldigt meine Ausdrucksweise, jeder dicke Eier im Internet hat und Leute anschreibt und disst. Und das Witzige ist, ich wurde schon von echt vielen Leuten gedisst und angeschrieben und gehatet. Aber wisst ihr, was alle gemeinsam haben? Die haben nie ein Profilbild und nie Bilder. Nie. Es ist einfach immer ein random Account. Und ich warte bis heute, dass einfach wirklich mal jemand Eier hat, wenn er was zu sagen hat, einfach mal Visibility is Accountability mit seinem Gesicht, mit seinem Namen dazu steht, was er sagt. Aber das macht keiner, weil keiner steht heutzutage zu dem, was er sagt. Hoppa, jetzt habe ich mich verschluckt. Keiner steht zu dem, was er sagt am Ende des Tages. Okay? Und deswegen ist Accountability oder Visibility is Accountability. Das heißt, wir haben die Regel bei uns, Camps on. We appear on a scheduled calls, events professionally with our cams on, okay? Also heißt, auf jedem Event, auf jedem Call, Team-Call, egal was für ein Call, wir haben einfach die Cams an. Und es ist scheißegal, ob du gerade Executive Influencer, gerade im Business gestartet bist oder ein Top-Leader bist, du hast deine Cam an. Und ich verstehe das, dass wenn Top-Leader manchmal speaken und dann die Kamera aus haben zwischen den Parts, verstehe ich, weil wir haben alle irgendwas zu tun. So. Aber schau mal, um ganz ehrlich zu sein, die meisten von euch sind ja einfach hier auf dem Call, um zuzuhören. Ihr wollt lernen. Wie kommt man dann auf die Idee, disrespectful zu sein, okay, und zu sagen, hey, ich zeig mich nicht, weil das ist doch ein Business. Wie willst du ein Business aufbauen, wenn du dein Gesicht nicht zeigst? Und ich sage das auch immer, und ich gebe da so viele Beispiele dazu, schaut euch mal die größten Firmen da draußen an. Warum wissen wir, dass es die größten Firmen sind? Weil diese Menschen ein Gesicht hinter haben. Apple, Steve Jobs, okay, wer ist von Samsung der CEO? Habe ich noch nie gesehen, keine Ahnung, interessiert mich nicht, okay. Nvidia's CEO sieht aus wie ein verdammter G. Okay, der Typ rennt in einer Lederjacke rum wie ein G, deswegen habe ich seine Aktien gekauft. Ohne Witz, ich habe ein Video drüber gemacht. Ich habe damals ein Video bei $170 geholt und $120. Jetzt ist die Aktie bei $700. Und ich habe gesagt, Digga, ich hole diese scheiß Aktie, weil der CEO einfach ein G ist. So, okay. Das heißt, ich mache Investments immer in Menschen, nicht in das Asset. Ich persönlich, so wie ich investiere. Okay, meine Investmentstrategie ist, ich investiere in Menschen und die Menschen hinter der Firma, nicht das Produkt und nicht die Firma. Es geht um die Menschen dahinter. Okay, es geht um das Team dahinter. Und deswegen ist es so wichtig, dass du deine Kamera an hast. Nummer 3, respect and help. We respect and help each other. Vorhin schon gesagt, no matter which team or organization you belong to, we all build iGenius, okay? Hier ist es wichtig, nochmal zu verstehen, dass TPA auch mit IBA, mit GC, wie sie alle heißen, wir sind respektvoll und wir sind gut mit diesen Leuten und wir arbeiten mit diesen Leuten zusammen und wir bieten den Leuten immer ein warmes Haus und die beste Information und die besten Getränke und die beste Nettigkeit und alles. Warum? Weil wir verstehen, wir alle gemeinsam, auch wenn TPA die Nummer 1 ist bei iGenius und die Elite, also die elitärste Community ist und so weiter. Am Ende des Tages bauen wir alle zusammen iGenius auf. Wir haben alle ein Ziel, okay? Und hier ist auch ganz wichtig hinzuzufügen, das wissen vielleicht viele nicht, aber wenn wir auf TPA-Conventions sind, dann wird der Name TPA geschrien. Also dann ist es vollkommen in Ordnung, TPA zu sagen. Wenn wir auf iGenius-Conventions sind, dann sagt niemand TPA, okay? Und ich raste da komplett aus, weil das eine Sache von Ehre ist, eine Sache von Community, ist eine Sache von Respekt. Ich gehe nicht auf ein iGenius-Event, okay? Und wir werden jetzt im Juni wieder ein iGenius-Event haben. Ich will niemanden dort hören, der irgendwie TPA sagt, weil dann ist iGenius the crown. Wisst ihr, was ich meine? Manchmal muss man verstehen, wann man die Schnauze halten muss. Und ich meine es jetzt nicht auf euch bezogen, sondern auch ich selber habe verstanden im Leben, wenn du denkst, du bist in etwas krass, es gibt immer jemand, der krasser ist. Und eine der wichtigsten Dinge, okay, deswegen sagt man auch, Schweigen ist Gold, okay, eine der wichtigsten Dinge ist zu wissen, wann man lieber die Schnauze hält, okay, im Leben und wann man was sagt. Und es ist wichtiger zu wissen, wann man die Schnauze hält, als was zu sagen, okay. Es ist sehr wichtig, weil manchmal muss man einfach sagen, okay, ich bin jetzt leise. Und genau darum geht es, so diese Erkenntnis zu haben im Leben, auch zu verstehen, dass wenn wir mit iGenius sind, dann ist iGenius die Krone, wenn wir mit TPA sind, ist TPA die Krone und dann auch keine anderen Teams. Okay, dann schreit niemand Level Up oder da schreit niemand TPA Official oder da schreit niemand irgendein anderes Movement. Wenn ihr eure eigenen Team-Events habt, dann sagt natürlich Level Up, sagt TPA Official, sagt, was ihr wollt oder was auch immer für ein Team ihr seid. Ist auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn die TPA zusammenkommt, das ist TPA.
Und wenn wir mit iGenius zusammenkommen, ist es iGenius. Und wenn wir ein Event machen, wie Dach Convention, wo wir mit IBA und GC sind, dann sind wir iGenius. Versteht ihr, was ich meine? Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil es geht darum zu verstehen, dass man hier niemanden ausschließen möchte. Okay, weil ich weiß, wie das ist, wenn du auf einem Event bist und alle schreien irgendeinen Teamnamen und du bist von dem anderen Team und du denkst dir, Alter, ist schon irgendwie ein bisschen cool. Ich weiß, was ihr meint, aber andererseits auch einfach unnötig so. Okay, wir alle bauen iGenius auf. Das heißt, Respekt und Hilfe und zu wissen, wann man den Mund aufmacht und wann nicht, ist ganz, ganz wichtig bei uns in der Organisation. Okay, Leader Calls. Hier ist die Strukturierung des Leaderships, die bis heute immer noch genau die gleiche ist. Wolfpack. Okay, das Wolfpack ist Top Leadership. Okay. Lass mich mal was über das Wolfpack kurz erklären, warum ich das Wolfpack genannt habe. Viele denken sich, ja, Miguel ist irgendwie auf eine Idee gekommen, ist einfach Wolfpack. Es gibt immer einen Hintergrund, weshalb ich Dinge mache. Okay, eigentlich immer sehr deep Hintergründe, weshalb ich Dinge mache, weil wenn ich Dinge tue und Dinge entscheide mit Deepness, dann weiß ich, was der Hintergrund dahinter ist und ich werde niemals vergessen, was die Kernmessage ist. Wisst ihr, was ich meine? Und Wolfpack sind die Top-Leader. Also als Wolfpack ist IPA Plus. Da sind aber auch die ganzen Mitarbeiter der TPA. Okay, das ist Christian Crabtree. Also ihr müsst euch vorstellen, Christian Crabtree, unser Senior Vice President of Sales. Er ist nur in einer Leadergruppe und das ist in der TPA-Leadergruppe, in keiner anderen. Okay? Wir sind sehr transparent und sehr offen. Und deswegen ist dieser Wolfpack-Chat für Platinum Ambassadors und drüber. Warum Wolfpack? Weil ihr müsst euch vorstellen, ein Wolfpack besteht meistens aus 8, 9, 10 Wölfen. Es gibt einen Alpha-Wolf. Und dann gibt es sozusagen die anderen wichtigen Wölfe in diesem Rudel. Das wisst ihr alle. Und das ist das Wolfpack. Das heißt, euer Top-Leadership ist in einem Wolfpack. Dort sind wir offen, transparent. Dort haben wir Spaß. Dort sagen wir aber auch Dinge, wenn sie nicht passen. Und dort haben wir eigene Calls, wo wir als Top-Leadership Dinge entscheiden und so weiter. Okay? Eine krasse Sache, die ich herausgefunden habe vor kurzem erst, und das ist übertrieben interessant, deswegen sagt man auch, every wolf needs a raven, raven ist ein Rabe, ist, dass Wölfe und Raben gemeinsam jagen. Also Wölfe und Raben haben einen Pakt. Und ich finde es übertrieben interessant, weil ich finde es immer so witzig, wie wir Menschen immer sagen, ja, wir Menschen sind so skrupellos und wir Menschen sind so und so und wir Menschen sind dies und wir Menschen sind das. Aber wenn du mal in die Tierwelt schaust und wie skrupellos Tiere sind, ist echt crazy. Sehr interessant auf jeden Fall. Ich glaube, da reißen wir uns als Menschen eigentlich relativ gut zusammen. Und das ist natürlich auch wichtig. Aber um auf den originellen Punkt zu kommen, ich fand es einfach nur interessant, so ein bisschen so eine Side-Note, ist, dass Wölfe und Raben zusammen einen Pakt haben und zusammen jagen. Das heißt, die Raben gehen voraus und suchen oder zum Beispiel setzen sich auf den Elch drauf und regen diesen Elch auf und fucken den ab, damit der anfängt loszurennen. Und dann zeigen die Raben sozusagen den Wölfen, wo der Fuchs oder wo der Elch oder was auch immer ist, was sie natürlich jagen. Und nachdem die dann natürlich das Tier erlegt haben, lassen die den Raben natürlich was übrig. Okay, weil die Raben kommen meistens nicht durch das dicke Fell von Elche oder von Rehkitz oder von Rehen und allgemein. Okay, das heißt, die haben einen Pakt geschlossen. Und das finde ich so verdammt interessant, weil genauso funktioniert Wolfpack und Crown Leadership. Okay, also Wolfpack Leadership ist das Top Leadership, die Alpha-Wölfe und Wölfinnen. Okay, und dann Crown ist Global Plus. Okay, also Crown sind dann sozusagen wie die Raben. Das hört sich jetzt hart dumm an, okay, mit Raben. Aber versteht ihr, was ich meine? So ist ein bisschen diese Interaktion zwischen diesen Leadership-Gruppen und die Hierarchie. Du hast das Wolfpack, du hast die Crowns und alle Globals Plus. Okay, dort sind wir knapp 100 Leute. Das ist auf einer Telegram die Gruppe. Dort haben wir auch Leader-Calls, okay? Diese Leader-Calls, Wolf und Crown, okay? Also Wolfpack und Crown-Gruppen. Wenn du dort drin bist, diese Leader-Calls sind mandatory. Bedeutet, diese Leader-Calls sind verpflichtend. Und die sind meistens einmal im Monat. Okay, Wolfpack vielleicht manchmal zweimal im Monat, manchmal gar nicht. Es kommt immer darauf an, ob es was gibt oder nicht. Also wir machen die nicht zu einer fixen Zeit, sondern wenn man sie braucht. Okay. Und diese Calls sind mandatory. Bedeutet, du musst dort draußen. Die sind nicht optional. Die sind nicht, oh, ich habe keine Zeit, weil ich gehe heute Abend mit meiner Freundin ins Kino oder mit meinem Freund. Das ist höchste Priorität, weil hier geht es um das Leadership. Hier geht es darum, den Respekt zu haben und nicht zu vergessen, dass wir Menschen leaden, Menschen führen und dass wir als Leadership auf diesem Boot alle gemeinsam sind und wenn wir untergehen, dann gehen wir alle unter, scheißegal, welcher Rang du hast. Und das dürft ihr auch niemals vergessen, okay? Wenn du auf diesen Calls nicht dabei bist und dich nicht entschuldigst oder sonst irgendwas, dann wirst du de-edified. Bedeutet, du hast keine Ansprachrecht mehr vor deinen Teams oder vor dem Team oder allgemein auf Team-Calls oder auf Conventions zu speaken. Dann wirst du de-edifiziert. Das heißt, es gibt immer drei Hierarchien oder drei, nicht Hierarchien, es gibt immer drei Wege, wie schlechtes Verhalten damit umgegangen wird. Nummer 1 ist, du wirst verwarnt. Nummer 2 ist, du wirst der TPA verbannt, also heißt, du wirst aus der Community rausgenommen. Also heißt, du bist trotzdem bei iGenius, du kannst dann alleine aufbauen. Und Nummer 3 ist dann meistens, je nachdem wie schwerliegend es ist und natürlich auch im Interesse von iGenius ist, wird iGenius dich rauskicken. Nicht, wenn du mir jetzt nicht passt. Also sagen wir mal, du fuckst mich ab und du gehst gegen die TPA-Regeln, dann kann ich dich nicht bei iGenius rauswerfen. Ich kann dich nur der TPA-Community entziehen. Wenn es aber dann gravierend ist und iGenius daran ein Interesse hat, weil du irgendwelche AGBs verstoßen hast oder wirklich irgendwie Fraud oder irgendwelche schlimmen Dinge getan hast, dann wirst du natürlich rausgeworfen. Okay? So funktioniert das, dass ihr da auch mal so ein bisschen die Einsicht habt. Solutions.
ist Regel Nummer 6. We are solution oriented. Don't contact your upline or any other without a solution of yours. We do not waste time on a problem. We focus. So verdammt wichtig, Leute. Und ich glaube, da muss ich viele im Leadership und allgemein nochmal viele Leader, und mit Leader meine ich wirklich von Global, also von Crown bis hoch zum Top Leadership. We don't waste time on a problem. We focus on the solution. Okay? Wie oft habe ich das gesehen, dass Menschen in den Untergang gestürzt haben, sich selber in den Untergang gestürzt haben, weil sie sich die ganze Zeit nur auf Probleme fokussiert haben. Das passt mir nicht, das funktioniert gerade nicht, TikTok funktioniert hier nicht. Und das ist eigentlich genau das, was ich vorhin so ein bisschen sagen wollte. Weil ich habe allgemein, und ich werde immer zu euch kommen mit meiner absoluten Ehrlichkeit, und ich werde immer zu euch kommen mit dem Vibe-Check. Was meine ich mit Vibe-Check? Vibe-Check ist so, ich bin im Business drin, ich rede mit sehr vielen von euch, ich weiß, was abgeht. Und dieser Vibe, den ich gerade habe, ist genau dieser. Dieser Vibe von Entitlement, also bedeutet, dass man denkt, man ist irgendwas und genau deswegen sollte man auch das verdienen oder die Person sein. Du bist das, was du jeden Tag tust. Okay? Repetition is reputation, nicht das, was du mal getan hast. Das heißt, ich gebe einen Scheiß drauf, wer du mal warst. Auch ich gebe einen Scheiß auf mich, was ich mal war. Es geht nicht um das, was ich gestern gemacht habe. Es geht darum, was ich heute mache und was ich morgen mache. Weil wenn ich mich auf gestern ausruhe und sage, oh, ich bin Crown und oh, ich habe auf 2 Conventions gesprochen mit jeweils 700, 800 Leuten drauf und oh, krass, mein Team, es ist 5000. Wenn ich mich immer nur darauf fokussieren würde, dann würde ich nicht nach vorne gehen, sondern jeden Tag mache ich auf und denke mir, was kann ich heute machen? Okay, Bitcoin-Update droppen, okay, diesen Team-Call vorbereiten, das hier machen, dies machen, mit den Leuten schreiben, da 2 Zoom-Calls ausmachen, Dienstag ein Meeting machen. Und ich, jeden Tag fokussiere ich mich auf das, was ich machen möchte, nicht auf das, was ich war. Und viel zu viele von euch sind entitled und denken, oh, ich bin Presidential, ich bin Diamond, ich bin Diamond Executive, ich bin Global, keine Ahnung was, ich muss nicht mehr aufbauen, ich bin jetzt im Manager-Modus, ich chill jetzt nur, keine Ahnung was. Diese ganze Bullshit, das interessiert niemanden, okay? Und das ist einfach nur Realness so. Und es gibt Phasen im Business, die gut sind, und es gibt schlechte Phasen. Und aktuell haben wir eine Phase, wo es einfach zäh ist. Es ist zäh auch für mich und ich merke das, Leute einzuschreiben. Es ist zäh. Warum? Inflation, Wirtschaft, Leute sind abgefuckt, Leute haben kein Geld, Leute wollen Geld auf die Seite packen. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, vielleicht einfach mal mit einer Ja oder Nein in den Chat bestätigen. Ist es aktuell, auch für die Leute, die schon länger dabei sind, schwieriger, neue Leute zu rekrutieren? Für mich ja, 100%. Auch für mich ist es schwieriger geworden. Okay? Ich hatte auch die letzten Monate, Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, Monate, wo ich irgendwie 3, 4 Elite gesponsert habe, 2, 3 Leute allgemein. Und es war ein bisschen einfacher, aber ich habe das Gefühl, es wird immer ein bisschen schwieriger. Okay? Und ich sage euch das, und es ist eigentlich dumm, dass ich euch das sage. Warum? Weil jetzt können viele hingehen und sagen, oh ja, wenn es sogar für mich Geld schwierig ist, dann schaffe ich es auch nicht. Aber ich sage dir ganz ehrlich, du kannst jetzt entweder... Ich sage es jetzt nicht so, wie ich sagen möchte, aber du kannst jetzt entweder rumheulen, okay, und sagen, oh mein Gott, oder du bist solution-oriented. Und genau darum geht es in der TPA und das ist Regel Nummer 6, Solutions. Die Solution ist es, alles zu geben, okay. Nicht zu sagen und zu kapitulieren und zu sagen, es funktioniert gerade nicht, sondern mit neuen Ideen zu kommen. Damals kam irgendjemand auf die Idee, einen TikTok zu posten, okay, und zu, dieses Business zu promoten, und heutzutage baut jeder sein Business über TikTok auf. Stell dir vor, diese Person wäre damals nicht hingegangen. Okay, stell dir vor, diese Person wäre damals nicht hingegangen, hätte sich was getraut. Es gibt neue Plattformen, es gibt neue Möglichkeiten. Jeder von euch kann innovieren und versuchen, Innovierungen nach vorne zu bringen. Ich versuche gerade zu innovieren mit dem Coaching-System, da irgendwas in die Zukunft zu machen. Das wissen auch viele Leader schon, da wird es auch ein bisschen mehr Informationen dazu zu geben. Aber ich versuche die ganze Zeit, es einfacher zu machen für Menschen, besser zu machen. Okay? Aber ich kann euch nicht diesen normalen Hustle nehmen, niemand von uns. Niemand von uns kann euch die harte Zeit nehmen. Jeder von euch muss da durch, weil dadurch wächst ihr. Okay? With that being said, we are solution-oriented, also wir fokussieren uns auf die Lösung. Wir kontaktieren nicht die Upline oder andere Leute, ohne selber eine Lösung zu haben oder erdacht zu haben. Also heißt, merkt euch das mal und geht nicht immer auf die Leute zu mit Problemen, sondern überlegt euch mal, was die Lösung sein sollte. Okay, zum Beispiel, ihr geht hin und sagt, hey, das und das ist mein Problem, meine Solutions wäre das und das und das und das, was denkst du? Okay, und nicht einfach nur zu sagen, hey, Upline, ich schieb dir meine Probleme in die Schuhe, regel du das. Okay, weil viel zu viele sind dieses so entitled, so dieses, meine Upline muss das machen oder iGenius muss irgendwas machen oder iGenius muss ein neues Produkt rausbringen oder iGenius muss das verbessern oder der Markt muss sich verändern oder die Wirtschaft muss sich verändern oder der Krieg muss aufhören oder keine Ahnung was, so diese Solutions, diese Lösungen, andere Menschen ihre Schuhe die ganze Zeit zu schieben, damit man sich selber nicht hinsetzen muss und man sich selber damit konfrontieren muss und sagen muss, Digga, es läuft gerade scheiße bei mir, was kann ich machen? Und es machen viel zu wenige von euch und leider sogar auch das Leadership, deswegen ist es so wichtig, dass ich mal wieder diesen Solutions Call und diesen Crown Call und über diese Regeln spricht, weil viele von euch kennen die Regeln mit Kamera an und hab Respekt, aber ihr versteht nicht die Deepness dieser Regeln, warum die aufgestellt wurden. Okay, weil es genau diese Regeln sind, wo ich durch musste, wo ich selber mich humbeln musste, wo ich selber auf die Fresse gefallen bin und ich teache euch gerade aus meiner eigenen Erfahrung. Okay, fokussiere dich auf die Lösungen, nicht auf die Probleme. Okay,
Und wenn es Probleme gibt, dann adressiere das Problem immer. Sei es zum Beispiel, das sage ich immer, wenn es Streit zwischen drei gibt, dann hol alle drei auf einen Zoom-Call und dann regelt das und fertig. Okay, es gibt nicht dieses monatelang, wochenlang, wir sind hier in einem Business, nicht irgendwie in einem, keine Ahnung, Online-Forum für Gossip, sondern hier geht es darum, wenn es ein Problem gibt mit Partei 1 und 2, dann geht man auf einen Zoom-Call, redet darüber 20 Minuten lang, hat das Ganze geregelt und man schaut weiter, macht weiter, weil am Ende des Tages haben wir alle ein Ziel, und zwar erfolgreich zu werden, ein Business aufzubauen, die bessere Version unseres Selbst zu werden und Menschen zu helfen. Okay? Posting, Regel Nummer 5, ich bin jetzt eins übergesprungen, sorry. Posting any results or income claims are prohibited. When posting results, you must use a disclaimer. Okay? Das heißt, wenn ihr postet über Resultate, Trade-Resultate oder Income, also Einkommen, müsst ihr Disclaimer posten. Okay? Kann jemand mal bitte von den Top-Leader einen Disclaimer in den Chat posten, den die Menschen sich speichern sollen. Das Geile ist, ihr könnt bei iPhone, aber auch bei Android, okay, könnt ihr euch einen, wie nennt man das, einen Key, wie sagt man das denn nochmal, dieses nicht Makro, sondern Key, wie nennt man das, Shortcut, man kann sich so ein Shortcut oder Short-Key-Cut oder irgendwas, ihr wisst, was ich meine. Okay, bei mir ist es zum Beispiel so, ich gebe bei meinem iPhone einfach nur D-I-S-S ein und automatisch kommt der Disclaimer. Okay, ihr könnt das ganze Key-Bindings jetzt haben. Ihr könnt das Ganze bei iPhone unter generell Tastatur einstellen. Okay, dann könnt ihr so kurz Wörter und dann kommt ein Text raus. Dann müsst ihr euch das nicht mehr irgendwo rauskopieren, ihr vergesst es nicht. Okay, also heißt, habt immer diese Disclaimer. Warum sind diese Disclaimer wichtig? Weil am Ende des Tages ihr euch damit selber strafbar machen würdet, wenn ihr keine Disclaimer postet. Okay, weil wenn jetzt jemand, wenn ihr zum Beispiel postet, Bitcoin geht nach oben, ihr habt keinen Disclaimer und jemand kauft jetzt Bitcoin und verliert, dann kann er euch anzeigen und sagen, ja, wegen der Person habe ich Bitcoin gekauft, weil sie eine Anlageberatung gemacht hat, beziehungsweise ein Investment-Advice gegeben hat. Und ich habe jetzt Geld verloren und ich möchte diese Person für Schadensersatz verklagen. Und das funktioniert teilweise, okay? Und das ist auch schon so passiert bei Leuten, die keine Disclaimer posten. Gleichzeitig macht ihr das Imperium damit angreifbar. Versteht mich nicht falsch. Diese 10 Regeln, da handelt es sich nicht um mich, sondern es geht darum, die TPA zu protecten, die Krone zu protecten. Weil wenn es die TPA nicht gibt, dann gibt es niemanden von uns. Dann hat niemand das Einkommen, was er hat. Dann hat niemand die Learnings, die er hat. Dann wächst niemand so, wie er wächst. Dann hat niemand das, was er hat. Auch ich nicht. Und mir ist es wichtiger als Geld. Deswegen ist es wichtig, dass wir das protecten. 7 ist Permission. Every call, event, change that has an effect on the whole team must be sent into the Wolfpack Leader Group or to your Diamond Ambassador Upline to get permission. Das heißt, bei großen Veränderungen, großen Team-Calls, großen Events, die unter dem TPR-Branding funktionieren oder man benutzt die Marke, weil TPR ist eine registrierte internationale Marke im Register, also ist ein Patent. Okay? Deswegen ist hinter TPR, wie ihr auch hier unten seht, ist ein kleines R für Copywriting. Also heißt, die Marke, ich habe damals 6.000 Euro gezahlt dafür, dass die Scheiße angemeldet wurde. TPA darf von niemandem verwendet werden, außer ihr bekommt die Bestätigung dafür oder ihr seid bei der TPA selber. Okay? Aber heißt, wenn große Dinge passieren unter der Brand TPA, muss das Ganze im Wolfpack, also mindestens mit einer Diamond Ambassador Upline oder im Wolfpack allgemeine Leadergruppe angesprochen werden und abgesegnet werden. Damit wollen wir einfach verhindern, dass Menschen das Branding missbrauchen, irgendeinen Bullshit damit machen oder keine Ahnung was. Okay? Responsibility. We hold ourselves, also Nummer 8, we hold ourselves and our team partners accountable. We are building a business, okay? Responsibility, also Verantwortungsbewusstsein, wir halten uns selber, und deswegen ist die TPA so wichtig und die Regeln, wir halten uns selber an diesen Regeln sozusagen verantwortlich und wir sind verantwortlich dafür, dass wir, aber auch die Leute um uns herum, sich an diese Regeln halten und dieses Business aufbauen, dieses Community aufbauen. Nummer 9, Onboarding. Every new partner has to complete the onboarding process. Also heißt, jeder neue Partner muss durch das Onboarding gehen. Okay? Und wisst ihr, eine Sache, die mich sehr, sehr traurig macht, wirklich sehr traurig macht, woran man auch ein bisschen so erkennt, dass das, was ich immer sage und viele andere Top-Leader jetzt sagen, dass wirklich die Welt teilweise vor die Hunde geht da draußen, weil Leute sich einfach anstellen wie solche komplette Esel, Alter, ist einfach, dass es heutzutage Leute gibt, die einfach eine Woche oder zwei brauchen, um das Onboarding zu machen. Ist übelst, ich verstehe das nicht. Wisst ihr, was ich meine? Also ich habe auch selber jetzt in den letzten Wochen ein paar Leute eingeschrieben. Und es gibt einer, der hat mir nach 3 Wochen war der nicht mit dem Onboarding fertig. Und ich denke mir so, Digga, du hast 3 Stunden. Das sind 3 Stunden und du brauchst dafür 3 Wochen. Wie willst du jemals erfolgreich werden im Leben? Wenn du Geld dafür zahlst und du schaffst es nicht in 3 Wochen, keine Ahnung, 5 oder 7 Videos anzuschauen, was maximal 3, also 1 Tag oder 2 Tage geht. Alter, wenn ich ein Business starte, dann ziehe ich, habe mir damals beim Dropshipping-Kurs, habe ich mir in 2 Nächten reingezogen und am 3. Tag war mein Dropshipping-Store online. Wisst ihr, was ich meine? Also heißt, wenn ich irgendwas gelernt habe, dann habe ich das instant gemacht. Ich habe es dann aufgehört, weil ich verstanden habe, ich bin noch viel zu klein im Network-Marketing, um mich auf irgendeine andere Scheiße zu fokussieren. Das ist auch mal eine Sache, die ich gleich drüber mal sprechen muss, weil scheint irgendwie so, als würde sich jeder hier auf irgendwie ein anderes Business fokussieren, wenn nicht mal ihr Hauptbusiness funktioniert. Darüber sprechen wir gleich noch. Aber die Sache ist die,
dass ich das damals erkannt habe, aber ich habe damals ein Coaching gekauft, ich habe mir das in 2 Nächten reingezogen, am 3. Tag stand mein Business. Wisst ihr, was ich meine? Ich verstehe nicht, was mit den Leuten heutzutage los ist, aber das zeigt wieder so ein bisschen, dass die Menschen echt hart am Verdummen sind und echt hart faul geworden sind. Und dieses Entitlement, das meine ich mit Entitlement, und das wird euch euer Kopf kosten, das wird eure Krone kosten, wenn ihr dieses Entitlement in euch habt. Entitlement bedeutet zu sagen, ich bin der und deswegen sollte ich das haben. Und ich glaube, die Leute sind wirklich heute so, dass sie sagen, ja, ich kaufe mir ein Choice-Paket für $99 und dann schickt mir meine Upline mein Onboarding, und weil ich jetzt das Onboarding gekauft habe oder dieses Business gekauft habe, also dieses Elite-Paket oder Choice-Paket oder keine Ahnung was, und weil ich ja, keine Ahnung, selber Instagram habe und ein bisschen Stories poste, bin ich jetzt dazu entitled, also ich bin jetzt dazu, also ist jetzt verpflichtet, das Universum und das Business hat sich jetzt dazu verpflichtet, mich erfolgreich zu machen. Das merkt man auch voll oft bei Leuten, die irgendwie ins Business kommen und sagen, ja, ich will traden lernen und hier bringt mir niemand was über Trading bei, wie funktioniert Trading? Ich so, Digga, du zahlst iGenius dafür, dass du trade. Wie delusional und dumm sind Menschen heute geworden? Das tut mir leid, Alter, weil das echt eine Kunst für mich geworden ist, heutzutage mit diesem Dummheit, mit dieser Dummheit von Menschen umzugehen, Alter, weil ich manchmal echt nach 7 Jahren es mich echt sehr viele graue Haare kostet, deswegen habe ich so viele graue Haare, da ruhig zu bleiben und zu sagen, ja, guck mal, Bro, du zahlst iGenius, damit du traden lernst. Und guck mal, es ist alles im Onboarding erklärt, da ist ganz genau erklärt, geh auf die iGenius-Website, dann geh auf University, schau dir die Videos an und dann kommt das nächste und dann kommt das SK. So, und dann fängst du mit SK an. Wie kann man das nicht verstehen, Alter? Ich habe auch so, wie auch so einen anderen Typen, dem ich die Einarbeitung geschickt habe, der war nach 2 Wochen noch nicht fertig und dann sagt er mir, was muss ich jetzt machen? Ich so, Alter, willst du mich komplett verarschen? Wisst ihr, was ich meine? Das ist echt krass geworden. Aber das Geile ist, und es hat alles einen Vorteil, und der Vorteil ist, dass es einfach so einfach geworden ist, alles zu nehmen und erfolgreich zu werden. Wisst ihr, was ich meine? Wenn alle Menschen so lost sind, wenn alle Menschen sich so dumm anstellen, dann ist es doch so einfach, erfolgreich zu werden. Ist es auch. Man muss sich nur viel mit solchen Leuten rumschlagen. Und versteht mich nicht falsch, wenn ich sage Idioten. Ich war auch ein Idiot, wenn ich in diesem Business gestartet habe. Auch ich habe dumme Fragen gehabt. Und ihr sollt keine Angst haben. Und ich weiß, was manchmal kompliziert und komplex ist. Aber darum geht es nicht. Es geht nicht um diese Fragen, sondern es geht darum, die Art, wie Menschen dieses Business hier aufbauen. Diese Art zu sagen, ja, ich baue das jetzt hier 2 Jahre auf und wenn mir das nicht 10.000 Euro im Monat zahlt, dann habe ich keinen Bock mehr und dann ist es scheiße und es funktioniert nicht und ich bin raus. Wisst ihr, was ich meine? So diese eklige Art für sein eigenes Business, so dieser Disrespect. Und das ist halt so, wenn jemand sich so verhält, dann weiß ich ganz viel über die Person selber, weil es bedeutet, er respektiert sich nicht, wenn er sein Business nicht respektiert und wenn er seine Boundaries nicht respektiert und sein Mindset respektiert und mit Ehre durchs Leben geht. Und Ehre ist einer der wichtigsten Dinge, weil wenn keine Ehre, was haben wir dann sonst? Wisst ihr, was ich meine? Dann können wir ja alle Onlyfans aufbauen und damit Geld verdienen, weil jeder von uns weiß, dass wir wahrscheinlich die meisten von uns hier mehr Geld verdienen würden, wenn wir einen Onlyfans-Account machen würden, okay? So, viele denken sich jetzt so, Alter, warum hast du diesen Vergleich? Aber genau so ist es doch. Der Grund, weshalb wir es nicht machen, ist, weil es ehrenlos ist, okay? Und jeder muss es für sich entscheiden. Ich will darüber gar nicht groß reden, weil ich kenne mich da auch nicht so aus. Aber am Ende des Tages dürft ihr auch eine Sache nicht vergessen, und das habe ich gesehen letztens, war so ein Reel, das war ein wunderschönes Reel über genau dieses OnlyFans. Und für Leute, die nicht wissen, was OnlyFans ist, grundsätzlich sowas wie Instagram, soweit ich das verstanden habe, wo Frauen oder Männer ihre Nacktheit verkaufen können und dafür Geld verdienen. Und es gibt sehr viele Frauen, die damit sehr viel Geld machen, es gibt Männer, die damit sehr viel Geld machen, und du machst eigentlich nichts anderes, außer deine Nacktheit, deine Körperteile zu verkaufen, okay, für irgendwelche Mongos, die sich das dann anschauen, okay, was für mich eh ein crazy Konzept ist, dass sowas überhaupt funktioniert, aber sowas gibt's, okay. Und ich habe so einen Podcast gesehen, wo ein OnlyFans-Model war und so ein Typ, und der hat gesagt, schau mal, wenn du ein Business aufbaust, und da kommt Business eigentlich her, es geht um Business nicht darum, um Geld zu verdienen und reich zu werden morgen und so viel Geld in die Taschen zu stecken wie möglich, sondern es geht darum, aus Ehre heraus, für seine Familie, für sich selber, für seine Zukunft, der Matrix zu entfliehen, was aufzubauen. Und er hat gesagt, schau mal, wenn du ein Business aufbaust, worauf du stolz bist, dann sagst du doch deiner Mutter und deinem Vater, ey, guck mal, ich habe ein unglaubliches Produkt. Und ich sehe hier auf dem Zoom-Call, habe ich irgendwo vorhin ein paar Mütter gesehen, teilweise ein paar Väter gesehen. Ich habe auf der TPR-Convention Väter und Mütter gesehen. Jamie hatte ihre Mutter dabei auf der TPR-Convention. In Australien bei vielen Conventions hatten ihre Töchter, also Leaderinnen von uns, ihre Eltern dabei, wie zum Beispiel unsere neue Platinum Ambassador oder Tanishas Eltern. Wisst ihr was? Ich meine, sowas, das ist ja genau das, wenn du ein Business aufbaust, dann musst du ja stolz, also ist so eine Guideline. Die Guideline ist, wenn du deinen Eltern nichts erzählen kannst über dein Business, dann baust du kein ehrenvolles Business auf. Wisst ihr, was ich meine? Und hier ist es so schön, weil hier kann man hingehen und sagen, schau mal Mama, schau mal Papa, komm auf das Event, benutzt die Produkte. Okay, die meisten Top-Leader, ihre Eltern benutzen die Produkte, okay, oder investieren in die Produkte. Und darum geht es im Business. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nochmal so ein bisschen mehr diese tiefere Philosophie von dem, was wir hier machen. Und das ist ja das Schöne daran, okay?
Deswegen, wir machen das Ganze nicht nur für Geld, sondern wenn es für Geld wäre, dann mach OnlyFans. Dann mach OnlyFans, verkauf deine Seele, mach das 3-4 Jahre, du hast so viel Kohle, du weißt wahrscheinlich gar nicht mehr, was du damit anfangen sollst. Und ja, dann hast du deine Seele verkauft und wirst halt merken, dass du es halt nicht ehrenvoll gemacht hast und du musst dich halt schämen vor deiner Familie, vor deinen Eltern, um denen halt zu zeigen, wie du, weil, keine Ahnung, stell dir vor, du sitzt in einem Lamborghini mit deiner Mutter und du weißt, du hast das Geld erhalten durch unehrliche, ehrliche Arbeit. Wisst ihr, was ich meine? So, was ist doch nicht schön? So, und ich gönne es niemandem, der unehrlich arbeitet. Also ich gönne jedem sein Hack und sein Geld, aber es gibt viel zu viele Menschen, die unehrlich ihr Geld verdienen. Und diese Menschen werden am Ende des Tages genau das zurückbekommen vom Universum. Weil glaub mir, auch wenn du viel Geld hast, wie du dein Geld verdienst und wie du abends schläfst, ist sehr wichtig. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Okay? Vor allem, wenn du sehr viel Verantwortung und sehr viel Geld verdienst, zu wissen, dass dieses Geld daher kommt, weil du Menschen geholfen hast, anstatt Menschen ihr Leben zu zerstören oder ihnen Pornografie gegeben hast oder keine Ahnung was, deine Seele verkauft hast oder dich selber verkauft hast oder deine Zeit verkauft hast oder deine Persönlichkeit verkauft hast oder deinen Mund verboten hast. Weil so verdienen ja leider die meisten Menschen heutzutage Geld, weil sie einfach nur ihre Zeit geben und ihre Arbeitskraft und sich den Mund verbieten lassen und ein- und ausstempeln müssen, was für mich einer der größten Neuzeit-Sklavensysteme sind, die es überhaupt gibt. Aber das ist keine Ehre. Okay? Arbeiten und Geld zu verdienen für die Familie, wenn man gezwungen ist, egal wie, das ist natürlich ehrenvoll, da will ich gar nichts sagen. Manchmal muss man Scheiße machen, manchmal geht man durch harte Zeiten, manchmal weiß man einfach nicht, dass es solche wunderschönen Möglichkeiten gibt wie TPA und iGenius. Aber wenn du davon weißt und dich trotzdem für das Schlechte entscheidest, dann wünsche ich dir ganz viel Geld, aber ich wünsche dir genauso damit, mit diesem Geld umzugehen. Deswegen ist Ehre und diesen Respekt vor sich selber und von seinem Business, deine Haltung so verdammt wichtig, okay? Nummer 10, letzte Regel, bevor wir die 11. Regel hinzufügen, ist we are professional, okay? As iGenius and TPR partners, we represent the whole organization and company. Any unprofessional behavior will result in exclusion from the community. Bedeutet so viel wie, dass wir am Ende des Tages die professionellste Organisation sind und wenn man nicht professionell ist, also gegen iGenius, gegen TPR geht, dann bekommt man das Ganze natürlich auch zu spüren, weil das Ganze nur funktioniert, wenn wir eine Community sind und gemeinsam daran arbeiten, professionell zu sein oder professionell, also professionell zu sein und professionell sind. Und das war es eigentlich mit den 10 Crown Rules. Okay? Wir machen das Ganze ein bisschen spannender. Wir werden es so machen, weil ich möchte, dass sich jeder diesen Flyer dann auch nachher runterlädt und behält und so weiter. Ich werde euch die 11. Crown-Regel nicht verraten, sondern ich werde sie einfach auf den neuen Flyer packen, der in den nächsten 1-2 Tagen fertig sein sollte. Und ich werde euch diesen Flyer geben, dann seht ihr die 11. Crown-Rule. Und somit hat dann auch jeder hoffentlich auch die Interesse daran, diese Crown-Rules durchzulesen, weil es wichtig für dich wäre, zu wissen, was die 11. ist. Und sich das Ganze zu speichern, zu favorisieren, seinen Teams mitzuteilen, vor allem den neuen Menschen in seinem Team mitzuteilen, weil wenn wir diese Crown-Regel nicht einhalten, wird das Ganze nicht funktionieren, okay? Und ich wollte noch kurz eine Sache, deswegen mache ich das, weil ich Zeit noch für eine andere Sache brauche, ganz kurz ansprechen, und zwar dieses Thema mit diesem ganzen andere Business und der macht ein anderes Business und hier ist ein anderes Business und da gibt es irgendwie, keine Ahnung, man, heutzutage gibt es so viel Zeug, Alter, wo man irgendwie Scheiße nach Hause geschickt bekommt und dann zeigt man es auf Instagram und dann verdient man damit Geld und so ein Dreck, ich habe schon wieder den Namen vergessen und keine Ahnung was. Digga, das Ding ist, und ich bin da ganz ehrlich, wenn du in diesem Business bist und du hast nicht verstanden, dass es nur ein einziges Ziel im Leben gibt, nur ein einziges Ziel, finanzielle, geografische und zeitliche Freiheit. Das ist das einzige Ziel. Das einzige Ziel. Und ich kann dir jetzt schon sagen, dass wenn du dieses Ziel eintauschst, um finanziell frei zu werden, nur, dann wird es dich irgendwann richtig hops nehmen, wo du merkst, scheiße, jetzt bin ich finanziell frei, aber ich bin geografisch und zeitlich nicht frei. Okay? Und das wird immer so sein. Und das Ding ist, ihr könnt mir von Businessmodellen erzählen, wie sie alle heißen, okay, und ich werde gar nicht anfangen, Namen zu nennen, weil ich eigentlich alle kenne und du musst nicht alle verstehen und alle hundertprozentig kennen, um zu verstehen, wo sie hingehen. Es gibt leider nur dieses eine Business, das ist leider nur, ihr könnt glücklich sein, dass ihr dort drin seid, aber natürlich wäre es geil, vielleicht auch andere Möglichkeiten zu haben, aber es gibt einfach nur ein Business, das, wenn ihr das für über ein paar Jahre aufbaut und Gas geht, auch wirklich Gas geht, nicht so dieses Entitlement-Denken, so dieses, ja, ich bin einfach nur dabei und wenn ich einfach nur dabei bin und ein bisschen was mache, dann werde ich erfolgreich. Hier geht es nicht darum, ein bisschen was zu machen, sondern hier geht es darum, Vollgas zu geben. Und wenn du das Ganze machst, dann musst du eine Sache verstehen, dass ich mache jetzt Network seit 7 Jahren und ich habe zu mir selber immer gesagt, und ich habe den Fehler einmal gemacht, weil ich damals als P2K, also als hauptberuflicher Verdienstler im Network-Marketing mit ca. 2.000 Euro im Monat, angefangen habe, meinen eigenen Dropshipping-Store aufzubauen und dachte, ja, jetzt verdiene ich 2.000 Euro und es läuft alles, lass mich mal noch ein anderes Business aufbauen. Warum? Weil die sagen ja alle immer, du brauchst multiple streams of income, du brauchst verschiedene Businesses, okay? Wisst ihr, was ich verstehen musste? Ich habe das Ding am Freitag, Samstag habe ich mir das Coaching dazu reingezogen, Sonntag habe ich meinen Store aufgemacht, Montag, Dienstag, Mittwoch habe ich Geld verdient, Donnerstag habe ich ihn wieder zugemacht. Warum? Weil ich gecheckt habe, dass dies mir so viel Fokus weggenommen hat,
Und dieser Fokus, eigentlich viel wichtiger gewesen wäre in meinem Hauptbusiness, dass das erstmal funktioniert. Und das Ding ist, hier gibt es niemanden auf dem Call. Niemand auf diesem Call. Wirklich niemanden auf diesem Call. Und ich sage es nochmal, niemanden auf diesem Call, bei dem sein Business passiv läuft. Niemanden hier. Niemanden. Ich weiß, dass wenn ich rausgehen würde, also jetzt ich rausgehen würde, also heißt, ich bin jetzt erstmal 2-3 Monate weg als Beispiel, ich weiß, dass ich wahrscheinlich weniger verdienen würde, aber ich würde immer noch sehr viel verdienen. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich meinen Arsch aufgerissen habe, über 7 Jahre lang Crown zu werden. Deswegen sage ich, no left, no right before you crown. Schau nicht links und schau nicht rechts, bevor du crown bist. Und das wissen auch meine Präsidentschaften, das wissen alle. Jetzt gibt es natürlich Teams, die sind stabiler und es gibt Teams, die sind instabiler. Es gibt manche Leader, die sind sehr instabil und es gibt andere Leader, die sind sehr stabil. Und dann sagt man, ja, okay, vielleicht lohnt es sich da. Macht es einfach nicht vor 7-Figure. Warum sollte man andere? Du hast nicht mal Geld, um ein anderes Business aufzubauen, bevor du 7-Figure bist, okay? Weil wisst ihr, was ich aktuell mache? Ich nehme hier 20.000, da 10.000, da 30.000, da 40.000, schiebe dir den Leuten einfach zu und sage, mach was draus und gib mir was zurück. Das war's. So baue ich andere Business auf, okay? Ganz einfach, weil dann kannst du das, dann hast du das Geld auch, aber es nimmt mir den Fokus nicht weg. Und ich habe damals verstanden, dass ich meinen Dropshipping-Store aufgebaut habe und wisst ihr, was crazy ist? Das habe ich noch nie jemandem erzählt. Aber ich stand damals vor der Wahl, entweder ich mache den Dropshipping-Store weiter, weil der echt gut angelaufen ist, oder ich mache Network-Marketing weiter. Natürlich, im Network-Marketing habe ich schon 2.000 verdient. Im Dropshipping ging es relativ sehr schnell, sehr gut und es hatte sehr viel Potenzial. Stellt euch vor, ich hätte Dropshipping weitergemacht. Dann wäre ich wortwörtlich gefickt worden, von hinten bis vorne, durch die Regulierungen im Dropshipping, die 2 Jahre später kamen. Und jeder, der sich mit Dropshipping auskennt oder das selber mal gemacht hat, der weiß es. Warum? Weil es gab Steuerregulierungen, die dich komplett auseinandergenommen haben. Es gab die Datenschutzverordnungen, die dich komplett auseinandergenommen haben. Es gab die Verbote, ins Ausland zu verkaufen. Ihr müsst euch vorstellen, damals war Dropshipping, du schaltest Werbung und du verkaufst, was du willst, wohin du möchtest. Heute ist Dropshipping, du hast Produkte, du verkaufst sie irgendwo hin. Und sagen wir mal, du verkaufst sie nur nach Amerika und jetzt kauft aber ein Kunde von Spanien. Dann müsstest du eigentlich bei dem ersten Kunden in Spanien Steuern anmelden. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, jedes Mal, wenn du, stellt euch mal vor, ihr müsst jedes Mal, wenn ihr iGenius verkauft ins Ausland, nach Portugal, nach Spanien, nach Lettland, in die Schweiz, nach Österreich, nach, keine Ahnung wo, nach Italien, stellt euch vor, jedes Mal müsstet ihr, wenn ihr einen Kunden habt, müsst ihr das steuerlich anmelden und sagen, hey, schaut mal Leute, ich habe einen neuen Kunden, der hat 1.499 Dollar, ich habe $200 Provision verdient, bitte versteuert das. Weil genau das musst du im Dropshipping heute machen. Deswegen verdient auch keiner im Dropshipping Geld, sondern die verdienen alle nur Geld mit den Coachings. Nenn mir einen Dropshipper, der Geld verdient im europäischen Raum mit Dropshipping selber. Fast keiner. Wirklich 1% höchstens. Und jetzt geht man ins Network Marketing zurück und ich bin so Gott so dankbar, dass ich das damals nicht gemacht habe und gesagt habe, Alter, ich ziehe Network Marketing weiter durch, weil es rechtlich gesehen einfach so viel Sinn macht, weil du einfach so geschützt bist, weil du iGenius über dir hast, die dir natürlich dabei auch helfen können, okay, ich sage nicht, dass sie es tun, aber helfen können, weil die Regulierungen ganz anders sind. Die Leute wurden wortwörtlich alle hops genommen. Jetzt schaut euch mal diese Top-Leader an hier auf den Zoom-Calls. Schaut euch mal die Leute an, die letzten Sonntage auf den Calls waren. Schaut euch mal die Leute an, die letzten Wochen auf der TPA-Convention gespeakt haben. Bauen diese Leute nicht alle das Business gerade auf, währenddessen sie es euch beibringen? Währenddessen ihr bei ihnen im Team, wisst ihr, was ich meine, wie crazy das ist? Dass ihr die Möglichkeit habt, von jemandem zu lernen, der das, was er sagt, auch gerade macht. Und wisst ihr, das ist so schön, weil das passiert in dieser Industrie draußen nicht. Weil ich gebe euch mal eine Sache, die ich für mich definiert habe und gelernt habe, weil ich mich selber angefangen habe, mit dieser Coaching-Geschichte zu fokussieren. Und ich gebe euch noch einen riesen Tipp, und das mache ich auch immer. Jedes Business sollte immer deinem Hauptbusiness helfen. Okay, wenn ich ein Business mache, dann schaue ich immer, dass dieses Business, wenn ich irgendeine Zeit reinstecke, dass dieses Business am Ende des Tages meinem Hauptbusiness hilft. Okay, und ich gebe euch jetzt eine Sache und ich habe diesen Satz nicht veröffentlicht, weil dieser Satz, glaube ich, irgendwie Menschenleben zerstören könnte, aber ich sage ihn euch. Okay, also Englisch. They teach and make money on information and systems that worked for them in the past. Okay. Sie verdienen oder beziehungsweise sie lehren euch und verdienen Geld an Dingen, die sie euch in der Vergangenheit beigebracht haben. Weil, okay, because if what they teach would work now, that would do, also nochmal, because if what they teach would work now, that would do it and then they would do it and make more money on it. Bedeutet, nochmal kurz zusammen, ich habe es jetzt ein bisschen verkackt, aber nochmal kurz zusammen auf Englisch und auf Deutsch. They teach and make money on information and systems that worked for them in the past. Because if they would teach what would work now,
they would make money on it. Okay, bedeutet so viel wie, die bringen euch die Dinge bei, die damals für sie funktioniert haben, weil wenn das, was sie teachen, also beibringen, heute funktionieren würden, würden sie lieber das machen, weil sie damit mehr Geld verdienen würden. Ganz einfach. Okay, und genau so ist es. Und mit dem Satz, seid sehr vorsichtig, was da draußen die Industrie angeht und Businessmöglichkeiten, weil ich weiß, wie schwer es manchmal ist, wenn man sagt, hey, ich bin seit 2 Jahren im Network-Marketing und ich bin immer noch nicht hauptberuflich und es fuckt mich ab, aber da gibt es dieses neue, ich bekomme irgendwelche, keine Ahnung, Unterwäsche nach Hause geschickt und irgendwelche Pyjamas von Shein, Alter, von einer Drecksmarkenqualität, die man sowieso nicht tragen möchte und die muss ich ein bisschen in die Kamera halten, dann verdiene ich 5 Euro. Sorry, dass ich das sage, aber genau so ist, Shein ist einfach abgrundtief Scheißqualität, Alter. Und ja, ich habe auch mal eine Zeit gehabt, wo ich Shein trage, aber das sollte nicht dein Ziel im Leben sein, Shein zu tragen. Und ich weiß, für Frauen ist es sehr schwierig, gute Klamotten zu finden und Shein ist sehr gut, alles cool. Aber am Ende des Tages ist es nicht das Ziel eines Menschen im Leben, erfolgreich zu werden. Es ist, irgendwelche Unterhosen und irgendwelche T-Shirts in die Kamera zu halten, sondern es sollte sein, Menschenleben zu verändern, eine Community aufzubauen, finanziell schlau zu werden und Gas zu geben. Okay? Sollte auch nicht das Ziel sein, jedes Mal, wenn irgendwo in der Ecke was funkelt und was schön aussieht, hinzugehen und zu sagen, ah, scheiß auf mein Main-Business, weil das bedeutet, du respektierst dich nicht und deine Zukunft nicht. Wenn du jedes Mal irgendwo hinschaust, jedes Mal sagst, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr, weil es funktioniert gerade nicht, oh, Network-Marketing ist gerade langsam, oh, Network-Marketing ist dies, oh, Network-Marketing, oh, meine TikToks gehen nicht mehr viral, lass mich irgendein anderes Business aufbauen. Wenn das deine Mentalität ist, im Leben die ganze Zeit rumzuspringen, dann sagt mir das sehr viel über dich aus. Das bedeutet, du kannst nicht konstant sein, ob etwas gut oder schlecht läuft. Das bedeutet, du wirst niemals eine glückliche Ehe haben, du wirst niemals eine glückliche Beziehung haben, du wirst niemals Glück in deinem Leben haben, du wirst niemals finanziell erfolgreich werden, vielleicht für kurz, aber nicht für langfristig. Warum? Weil people that jump will always jump. Okay, die Menschen, die springen, werden immer springen, das wird sich niemals verändern. Und das muss ich einfach mal gesagt haben, weil viel zu viele, und ich fühle mich manchmal wie so der Vater, der auf einen Zoom-Call kommt, alle 2 Monaten einfach alle mal so ein bisschen eine Ohrfeige gibt und dann wieder geht und dann in 2 Monaten wiederkommt und wieder Ohrfeigen verteilt, weil manchmal fangen die Leute an, ein bisschen verrückt zu werden da draußen und Dinge zu tun, die einfach überhaupt gar keinen Sinn machen, okay? Und stellt euch nochmal die Frage, was wollt ihr im Leben? Und dann verliert nicht das, was es euch wirklich gibt, das Objektiv nicht aus den Augen, weil viel zu viele, und ich weiß, das ist schwierig, und man sagt, oh mein Gott, da gibt es jetzt dieses neue Möglichkeit und ich sollte jetzt lieber Influencer und das, keine Ahnung was werden. Digga, willst du wirklich jemand sein, der seinen Rest seines Lebens irgendwas in die Kamera hält, Digga, wo irgendeine Firma dir sagt, ey, nimm das und heb's in die Kamera und dafür bekommst du 2.000 Euro. Ja, du verdienst viel Geld. Aber willst du das wirklich machen so oder willst du etwas machen, wo du Bock drauf hast? Wo du sagst, Alter, das ist meine Passion, so, ich will Menschen finanzielle Intelligenz beibringen, ich will Communities aufbauen, okay? Und einer der größten Tipps, und damit bin ich fertig heute, ist go back to community building. Ich sehe viele von euch, und es tut mir im Herzen weh, ich sehe viele von euch, die seit 3-4 Jahren dabei sind und immer noch nicht dort sind, wo sie eigentlich sein sollten nach dieser Zeit. Und vielleicht fragt ihr euch, und das war jetzt ein bisschen hart, aber vielleicht fragt ihr euch, warum ihr nach 3-4 Jahren immer noch nicht dort seid, weil oft sagen wir als Leader ja immer so dieses, hey, seid 3-5 Jahre dabei, dann wird es schon laufen und so ist es normalerweise auch. Aber glaubt mir, wenn du 3-5 Jahre lang, und es können jetzt erst 4 Jahre sein, weil wir sind jetzt erst seit 3,5 Jahren bei iGenius, also seit 3,5 Jahren, manche 4 Jahre, aber seit 3,5 Jahren, wenn Menschen seit 3,5 Jahren wirklich dabei sind, seit Anfang an und immer noch Probleme haben, immer noch nicht dort sind, immer noch sehr hart am Struggeln sind, dann Bro, dann musst du vielleicht einfach mal in den Spiegel schauen und dir mal ganz ehrlich sagen, dass das, was du machst, einfach scheiße ist und nicht funktioniert und du was anderes machen musst und du mehr machen musst, okay? Weil ich habe es gestern in die Story gepostet, weil natürlich viele Leute auf mich zukommen und sagen, hey Miguel, wie würdest du heute aufbauen? Ich sage immer, ich würde so aufbauen, wie ich es damals gemacht habe und wie ich es heute immer noch mache. Bau Communities auf. Bau Persönlichkeiten auf. Bau Relationships auf. Das Ding ist, ich sehe niemanden und wir werden einen Ambassador-Call dazu haben nächsten Freitag um 22 Uhr. Das werde ich aber nochmal announcen extra für die ganzen Ambassadors. Einmal im Monat haben wir unseren Ambassador-Call. Genau darüber werde ich sprechen, Community Building, weil die meisten von euch bauen keine Communities auf. Und dann erwarten sie passives Einkommen. Aber was ist passives Einkommen? Passives Einkommen sind Relationships. Es gibt kein passives Einkommen. Passives Einkommen sind Relationships, Beziehungen. Wie kann ein Friseur passiv Geld verdienen? Indem er gute Beziehungen zu seinen Kunden hat, die jeden Freitag kommen und ihre Haare schneiden. Okay? Ganz einfach. Genauso ist es in diesem Business auch. Aber die meisten von euch bauen keine Communities. Ich sehe die wenigsten, auch leider die wenigsten Top-Leader, mit sein. Ich sehe euch nicht mit euren Teams. Ich sehe euch nicht im Starbucks. Ich sehe euch nicht in den Shisha-Bars. Ich sehe euch nicht zusammen in Airbnbs. Ich sehe euch nicht zusammen am Reisen. Ich sehe euch nicht zusammen am Dinge erleben. Ich sehe euch nicht zusammen am Event schmeißen. Ich sehe euch nicht zusammen am Traden. Ich sehe keine Community. Was erwartet ihr, wenn ihr versucht, ein Business aufzubauen, wo es um Menschen geht und um Community geht und euer passives Einkommen, also eure Stabilität vom Einkommen durch den Impact kommt, durch die Community? Was erwartet ihr dann, wenn ihr da ein bisschen vor Zoom-Calls sitzt den ganzen Tag und Zoom-Calls machst und Leute einschreibt? Das wird nicht funktionieren. Ja, klar, ihr könnt online aufbauen, ihr sollt online aufbauen, aber bringt die Menschen zusammen. Baut Communities auf.
Und das Ding ist, die meisten von euch kacken jetzt schon ab, wartet mal, bis AI kommt. Wartet, bis Artificial Intelligence kommt. Und ich habe es auf der IBA Convention gesagt, wenn es irgendwas gibt, was eine AI automatisieren kann, dann ist es immer ein System. Also heißt, wenn du systematisch arbeitest, dann wird eine Artificial Intelligence kommen und wird es besser machen, was du machst. Und du wirst obsolet sein. Was kann eine AI aber nicht replacen? Also was kann eine künstliche Intelligenz nicht verändern? Ist Charakter. Jetzt stelle ich dir die Frage, und die Frage musst du dir heute stellen, als Leader, als jemand, der heute gestartet ist, und das darfst du niemals vergessen, und damit beende ich diesen Call. Wirst du hier bezahlt, in deinem Leben bezahlt, in deinem Business bezahlt, für deinen Charakter oder einfach für die Ausübung von irgendwelchen Aufgaben? Für was wirst du bezahlt? Ich weiß, dass ich bezahlt werde für meinen Charakter. Ich weiß, dass ein Genius mich bezahlt für meinen Charakter. 100%. Die Frage ist, für was wirst du bezahlt?